So, also herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass so viele da sind und ich freue mich unglaublich, dass ich die Christine heute hier für uns habe. Sie wird selber erzählen, was ihre Erfahrung ist und wie sie überhaupt dazu kam. Und sie wird uns auch in dieses Thema Traumata einführen. Wir sprechen hier heute von dem Thema Monotraumata, das sich eben dadurch kennzeichnet, dass es eben an einem sehr belastenden Ereignis sich verbindet. Es gibt natürlich auch noch die Traumata, die eben über viele Jahre vielleicht existieren können. Das ist heute weniger jetzt der Hauptteil. Man wird da auch vielleicht kurz darauf eingehen oder Fragen stellen können, aber eben, wir haben es jetzt mit Monotraumata zu tun, wie eben mit der Flutkatastrophe. Noch eine Bitte, dass ihr eure Mikrofone vielleicht stumm schaltet, während jetzt Christine den Part übernimmt, damit hier die Störgeräusche auch für die Aufzeichnung so wenig wie möglich sind. Und später freuen wir uns über viele Störungen, viele Anregungen und Fragen von euch. So, und jetzt gebe ich das Wort an Christine weiter, weil du bist hier heute die Expertin. Und ich bin ganz glücklich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Stefania. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, einen kurzen Einblick in das Thema der Traumatisierung, also im Speziellen hier nach Naturkatastrophen sprechen zu können. Und im Vorfeld habe ich mit der Stefania ausgemacht, dass ich kurz meinen Zugang überhaupt zu diesem ganzen Themenbereich kurz gebe. Ich bin eben Psychologin und Psychotherapeutin und habe in Österreich, im Bundesland Salzburg, vor über 20 Jahren am Aufbau der Notfallpsychologie mitgearbeitet. Und das war aber zugleich auch mein Zugang zu einer ziemlichen großen Katastrophe in Österreich. Das war 2000, im November 2000 die Brandkatastrophe in Kaprun, wo es über 155 Todesopfer gegeben hat. Das war sozusagen ein Sprung damals der Notfallpsychologie in Salzburg in die Katastrophenarbeit. Und seitdem begleitet mich dieses Thema beruflich sehr stark, als erst als Notfallpsychologin in der Akutbetreuung und dann aber mit der Zeit auch in der Traumatherapie. Also ich bin eben auch Traumatherapeutin seit circa 15 Jahren, weil ich immer wieder in meiner Praxis auf Personen eben gestoßen bin, die bestimmte Ereignisse nicht selber verarbeiten konnten, auch oft Jahre oder Jahrzehnte später. Und ich versuche jetzt heute ein bisschen so einen Bogen zu spannen. Ich habe mir für heute so ein bisschen vorgenommen, dass ich am Anfang, weil es einfach wichtig ist für dieses Thema, eine Definition und einige Begriffe erklären möchte, um sozusagen so ein bisschen eine Basis zu haben. Dann würde ich gerne so ein bisschen über diese Folgen sprechen von Traumatisierung, auch im Sinne jetzt quasi der krankheitswertigen Folgen. Was mir aber ganz wichtig wäre, ist sozusagen so ein Stück weit über die Gehirnverarbeitung einzugehen, weil es gerade in der Akutsituation eine wichtige Information für Ersthelfer sein kann. Wenn Interesse besteht, habe ich ein bisschen was vorbereitet zu typischen Reaktionen auf den verschiedenen Ebenen, Körper, Verhalten, Gefühle und, Denken. Und der letzte Part wäre sozusagen, was ist einfach ein Stück weit wichtig im Umgang mit direkt Betroffenen, die in einer Akutsituation sind. Also da gibt es einige Unterschiede, die sich ja, die ein bisschen anders sind als in anderen Krisen. Und auf diese 5 Punkte würde ich eingehen. Und ich habe dazu jetzt auch eine Präsentation vorbereitet. Weil meine Erfahrung war, die ist, dass zu dem Thema oft hilfreich ist, neben dem Akustischen auch was visuell zu sehen. Also ich werde jetzt schnell meine Präsentation starten. Wunderbar, vielen Dank dir. Wenn es irgendwie Verständnisprobleme gibt, ich versuche meinen österreichischen Dialekt
Der ist ganz wunderbar. Aber falls es irgendwie irgendein Verständnisproblem gibt, bitte sofort melden. Okay, also ich möchte anfangen einmal mit einer Definition. Und wichtig ist sozusagen, wenn wir von Trauma reden, dann verstehen wir darunter sozusagen ein vitales Diskrepanzerlebnis. Also vitales Diskrepanzerlebnis heißt, dass es um Lebensbedrohlichkeit geht. Und zwar zwischen den bedrohlichen Situationsfaktoren aus der Umgebung und den individuellen Möglichkeiten, weil es da zu einer riesengroßen Diskrepanz kommt. Es ist verbunden mit diesem Gefühl von Hilflosigkeit und dieser schutzlosen Preisgabe mit einer dauerhaften Erschütterung vom Selbst- und Weltbild. Das heißt, das ist so diese Situation, wo von einer Sekunde auf die andere sozusagen die Welt auf dem Kopf steht, anders ist. Und ganz wichtig ist, wenn man über Psychotraumata spricht, dass es immer, der Ursprung ist immer ein tatsächliches Ereignis im Äußeren. Das heißt, wir sprechen hier nicht von inneren Konflikten alleine, sondern es ist immer ein äußeres Ereignis vorausgegangen. Und wenn wir aber jetzt über Trauma sprechen, ist es jetzt auch noch wichtig zu verstehen, ein traumatisches Ereignis erlebt zu haben, bedeutet noch nicht, dass ich traumatisiert bin. Also das Traumaereignis ist sozusagen das objektive Ereignis im Außen. Da mache ich eine bestimmte Erfahrung als Betroffener, egal ob ich jetzt sozusagen akut in der Akutsituation bin, ob ich dann Zuhörer bin, ob ich Journalist bin. Das heißt, ich mache verschiedene Erfahrungen mit dem Ereignis, habe meine ganz persönlichen Stressreaktionen und wie stark die sind, hängt von meinen persönlichen und sozialen Ressourcen ab. Und erst dann durch den Zeitfaktor spricht man von der Traumafolge und von dem, was wir sozusagen sehr oft umgangssprachlich als Trauma sprechen. Das heißt, es ist noch nicht das Ereignis selber, das automatisch zu einer Traumatisierung führt, sondern es ist der Zeitaspekt und meine persönlichen Möglichkeiten quasi mit einer Situation umzugehen. Das ist ganz wichtig, weil viele Personen, viele Betroffene sehr häufig die Sorge haben, ich habe jetzt etwas Traumatisierendes erlebt und bin ich deswegen auch schon traumatisiert. Und da muss man sagen, nein, es ist nicht so. Die Stefanie hat schon erwähnt, es gibt eben unterschiedliche Formen von Traumatypen und wir sprechen heute im Speziellen von psychischen Traumatisierungen nach Typ 1. Also Leonore Terr ist eine sehr bekannte Traumatherapeutin, Traumaforscherin, die diese Definitionen erstes Mal festgelegt haben. Und es ist dann hier, gibt es noch mal Unterscheidung zwischen einem Monotrauma, also ob ich insgesamt ein Ereignis das allererste Mal oder überhaupt ein Ereignis erlebt oder Multitraumen sozusagen, wo zum Beispiel ein Verkehrsunfall, eine Naturkatastrophe, also ganz unterschiedliche Traumen, die nicht im Zusammenhang stehen. Und wir heute im Vortrag konzentrieren uns ganz stark auf diesen Typ 1. Wie die Stefanie aber schon erwähnt hat, gibt es eben, und ich tue es jetzt nur der Vollständigkeit halber erwähnen, gibt es auch diese Traumatisierung vom Typ 2. Also wenn eben mehrmalige, wiederholende oder andauernde Traumata entstehen, also von immer von einer Qualität, also Terror, Gewalt oder so weiter. Auf das möchte ich aber heute nicht eingehen, weil das nur mal ganz eine andere Thematik und Schwere quasi auch ist. Bei der Traumatisierung unterscheiden wir jetzt auch sozusagen von den Folgen nach der Zeit. Es gibt sozusagen die Akutfolgen, das sind kurzfristige Traumafolgen, die zwischen einigen Tagen, mehreren Wochen bis circa 3 Monate nach dem Ereignis stattfinden können. Also das Typischste sind akute Belastungsreaktionen, also wo die Leute einfach entweder körperlich, mental oder im Verhalten sozusagen sehr stark in Erregungszustände sind. Die können oft sozusagen nach ein paar Tagen, Wochen, aber auch bis zu ein paar Monate sozusagen andauern und abklingen. Das sind ganz normale quasi Reaktionen auf ein so erschütterndes Ereignis. Und die Anpassungsstörung ist quasi schon eine pathologische oder eine krankhafte quasi Form, die aber auch in diesem Zeitfenster
von alleine wieder abklingen kann bei Traumatisierungen. Und dann gibt es eben diese chronischen Traumatisierungen oder komischen Traumafolgen. Da spricht man sozusagen ab einem Zeitraum von circa 3 Monaten bis 6 Monaten ist sozusagen so diese ICD-10, also diese internationale Klassifikationsdiagnose. Die therapeutische Erfahrung zeigt aber, dass Traumafolgen bis zu Jahrzehnten sozusagen sichtbar sind. Und dazu zählen eben zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörungen, da zählen Suchtthematiken, Angststörungen, Depressionen oder somatoforme Störungen. Und mit all diesen quasi Reaktionsbildern kann man konfrontiert sein nach Naturkatastrophen. Was aber jetzt ganz wichtig ist, bis zu 75% der Bevölkerung machen im Laufe ihres Lebens eine dramatische Erfahrung. 25% davon entwickeln eine Traumafolgeerkrankung. Das heißt, der Großteil kann eine dramatische Erfahrung gut bewältigen, wenn sozusagen bestimmte Bedingungen gut funktionieren. Das heißt, wenn Personen da sind, mit denen man sprechen kann, wenn eine familiäre oder soziale Anbindung da ist oder wenn eine traumatisierende Erfahrung nicht alleine erlebt wird, sondern so im Kollektiv, in der Gruppe, wie es bei Naturkatastrophen zum Beispiel auch der Fall ist. Und was eben auch noch wichtig ist, ist, dass eine normale Verarbeitung je nach Schwere bis zu 6 Monate dauern kann. Also jetzt eine normale, keine pathologische. Das heißt, innerhalb dieses Zeitfensters können sich Reaktionen normalisieren. Nach einer Dauer von 6 Monaten spricht man dann von einer posttraumatischen Belastungsstörung, die dann tatsächlich sozusagen behandlungswürdig ist, wo es auch verschiedene Schweregrade gibt, aber wo dann dringend professionelle Unterstützung notwendig ist. Jetzt möchte ich so ein bisschen eingehen, was im Gehirn passiert. Wenn eben so ein dramatisches Ereignis passiert, wo sozusagen innerhalb von kurzer Zeit alles anders ist, dann passiert vor allem ein Informationsverarbeitungsproblem im Gehirn. Das heißt, durch diese vielen Informationen, durch diese vielen Reize, wird das Informationsverarbeitungssystem des Gehirns überflutet. Und es entsteht dadurch sozusagen dieser Eindruck, jetzt ist alles aus und eben diese Todesangst. Das Entscheidende sozusagen für das Gehirn ist, dass es durch diese Überflutung aber in eine problematische Situation kommt. Und diese Situation nennt man dramatische Zange. Und die möchte ich jetzt ein bisschen erklären, weil das könnte als Ersthelfer sozusagen hilfreich sein, also wenn dann Personen eben darüber erzählen. In diese dramatische Zange komme ich deshalb, wenn der Eindruck, und nicht nur der Eindruck, sondern auch die reale Situation ist, ich kann nicht fliehen, ja, wenn dieses aus dem Amerikanischen sozusagen dieses No Flight kommt, also ich kann einfach nicht weg, ich muss in dieser Situation verharren. Dieser Eindruck ist gekoppelt mit dem Gefühl von Hilflosigkeit. Und wenn dazu noch die reale Erfahrung kommt, ich kann nicht ankämpfen, also dieses No Fight, das verbunden ist mit dem Gefühl von Ohnmacht, dann kommt das Gehirn sozusagen in eine Ausnahmesituation und ist überfordert, die Fülle an Informationen zu verarbeiten. Und die Folge daraus ist, dass es zum einen entweder zum Abschalten von Gefühlen kommt, also dass viele Personen sich wie taub erleben, auch manchmal vom Körper, und oder, also das heißt, es kann auch sein, dass es manchmal schwankt, ganz stark zu einer emotionalen Überreaktion, zu extremer Wut, extremen Ärger, Aggressionen und dann sozusagen wieder dieses, ich kann gar nichts spüren. Und wenn dieser Zustand lange anhält, dann kommt es mit der Zeit zu einem gleichzeitigen Erleben von Erstarrung, also dass sozusagen dieser sogenannte Freeze-Zustand, wo weder körperlich noch mental irgendeine Handlung oder Reaktion möglich ist. Dieser Freeze-Zustand kommt dann zustande, wenn das System über eine längere Zeit eben in dieser Zange ist, dann erschöpft sich irgendwann das System,
So ganz typische Beschreibungen sind zum Beispiel nach Banküberfällen, wo Mitarbeiter beschreiben, sie sehen permanent diesen roten Knopf, diesen Notfallknopf, und der Moment, wo sie drücken könnten, sozusagen merken sie, sie können nicht hin, sie waren nicht mehr bewegungsquasi-fähig, weil sozusagen die Zeit davor zu lange gedauert hat, wo der Körper irgendwann in einen Erschlaffungszustand kommt. Im Gehirn passiert eben jetzt Folgendes, dass das Zusammenspiel, das sonst im Alltag eben gut funktioniert, zwischen Vernunft und Emotionen eben nicht mehr möglich ist. Diese zwei quasi Gegenspieler, Vernunft und Emotionen, sind komplett überfordert, können nicht mehr agieren, und es hat damit zu tun, dass ein Gehirnzentrum, also geht es ganz nur ganz kurz sozusagen in die Gehirnphysiologie, aber sie ist hilfreich zu wissen. Die Amygdala oder der Mandelkern ist normalerweise in unserem Gehirn dafür zuständig, Informationen abzugleichen, ob das eine neutrale Information ist, ob das eine unangenehme Situation ist oder Information ist, ob das was Bedrohliches ist. Und die Amygdala wird durch dieses Nichtfunktionieren von Vernunft und Emotion so überflutet, dass sie statt der Einordnung oder Bewertung quasi zum Abspeichern von Sinneseindrücken anfängt. Das heißt, es beginnt mit einer Aufgabe, für die es normalerweise nicht zuständig ist. Und der zweite wichtige Bereich im Gehirn, der Hippocampus, ist durch diese hohe Konzentration an Stresshormonen so gehemmt, dass bestimmte übergeordnete Gehirnfunktionen nicht mehr funktionieren. Eine ganz typische Folge ist, dass Leute plötzlich wie sprachlos sind. Also das Sprachzentrum ist blockiert, es ist das Frontalhirn blockiert, wo sozusagen logisches Denken funktioniert, wo Erfahrungswissen sozusagen abrufbar sind. Und ein drittes Zentrum ist die Sehrinde, die zuständig ist, dass sich eine Situation als Ganzes sehe, und das so ganz typisch ist, dass Betroffene beschreiben, sie haben plötzlich einen Tunnelblick. Ja, sozusagen, sie können nicht mehr alles als Ganzes erfassen, sondern nur mehr bestimmte Teile. Und es hat damit zu tun, dass eben diese zwei Gehirnzentren derart überfordert sind, dass sie die Informationen nicht mehr wie sonst im Alltag sozusagen abspeichern können. Und die Folge ist, dass das Gehirn eben nicht mehr mit unseren ganz typischen Reaktionsmustern reagieren kann. Also es kann weder kämpfen noch flüchten in dem Moment. Das heißt, der Körper, und da spielt jetzt der Körper eine große Rolle, bleibt in dieser Stressreaktion stecken. Also er kann es nicht zu Ende führen. Und das führt dazu, dass ich sozusagen in diesen Freeze-Zustand, in diesen Erstarrungszustand komme. Und für das Gehirn in weiterer Folge hat es eben große Auswirkungen. Also alles, was die Amygdala abspeichert, die sonst nicht fürs Abspeichern zuständig ist, das nennt man bei den dramatischen Erinnerungen als heißer Speicher. Das heißt, alles, was dort abgelegt ist, ist nicht zusammenhängend, sind nur Einzelteile, wird als sinnlos sozusagen quasi empfunden. Und das große Problem ist, dass es potenziell immer und überall abgerufen werden kann. Und das ist sozusagen, das sind diese Situationen, wo Betroffene merken, und plötzlich geht wieder alles los, plötzlich ist eine Reaktion da, plötzlich sind wieder sozusagen Bilder, Eindrücke, Geräusche da. Also bei Naturkatastrophen sind sehr häufig auch Geräusche, spielen eine große Rolle. Und der kühle Speicher, sozusagen der Hippocampus, konnte eben da keine Arbeit leisten. Ja, sozusagen, das heißt, er kann es weder biografisch einordnen, noch episodisch in der Zeit. Er hat keine Sprache. Das heißt, der semantische Zugang fehlt. Und das ist aber so wichtig für das Gehirn. Das Gehirn braucht grundsätzlich eine Geschichte, eine zusammenhängende Situation, um es erfassen zu können und abspeichern zu können. Und bei Naturkatastrophen ist das leider nicht möglich, weil es einfach ein zu viel an Eindrücken ist. Das heißt, diese gesamte Story fehlt, es sind nur Einzeleindrücke, und die führen
dann dazu, wenn sie da in diesem heißen Speicher abgelegt sind, dass sie dann in weiterer Folge im Alltag, wenn auch die Katastrophe vorbei ist, wenn Wiederaufräumungsarbeiten erledigt sind, dass dann durch bestimmte Geräusche, durch bestimmte Wörter, durch bestimmte Situationen plötzlich wieder diese fragmentierten Erinnerungen abrufbar sind. Und jetzt möchte ich auf ein paar typische Reaktionen eingehen, die Betroffene sehr häufig schildern. Typisch heißt aber jetzt auch nicht, dass das automatisch alle Betroffenen zeigen. Also es sind auch mögliche Reaktionen und es ist jetzt eine ziemliche Bandbreite. Also beim Körper sind es sehr häufig Symptome von Schwindel, von Schwäche, Benommenheit, erhöhter Herzschlag und Blutdruck und oft auch so aus dem Nichts heraus, also manchmal normal und dann plötzlich sozusagen wieder ganz erhöhte Werte, das nennt man auch Hyperarousal, also wo sozusagen der Körper fast sich vergaloppiert in diesen körperlichen Reaktionen. Die Atmung ist sehr häufig irritiert. Viele Betroffene beschreiben eben Atemprobleme, eine beschleunigte Atmung oder sehr viel Druckgefühl sozusagen im Brustbereich. Es gibt gar nicht so wenig Personen, die über Sehschwächen oder Sehprobleme schildern oder die beschreiben. Der Hintergrund von den Sehschwächen ist auch der, dass der Körper quasi trainiert ist, wenn es in einer Gefahrensituation geht es um Flucht oder Kampf, im idealerweise sozusagen um Flucht. Das heißt, der Sehnerv konzentriert sich auf das Fernsehen, ja, sozusagen weg quasi, um in der Gefahr sozusagen möglichst schnell und weit weg laufen zu können. Jetzt ist aber die paradoxe Situation, das kann aber der Körper nicht, weil er gefangen ist in dieser Situation und daraus ergeben sie manchmal sozusagen situativ Situationen, wo Leute beschreiben, dass sie deutlich schlechter sehen. Ich habe mit Klienten auch schon gearbeitet, die tatsächlich in einer Akutphase bis zu 2 Dioptrien stärkere Brillen brauchen, nachdem die Traumatisierung bearbeitet worden ist, sie nicht mehr brauchen. Schüttelfrost ist eine sehr häufige Reaktion, Müdigkeit, unterschiedliche Formen von Zucken, weil es immer wieder so Abreaktionen quasi des Körpers gibt, unterschiedlichste Schmerzsymptome, aber sehr häufig sozusagen im Kopf-Rumpf-Brustbereich. Schlafstörungen stellen sie eben sehr häufig ein und Zähneknirschen, ja, sozusagen, weil so eine starke Spannung einfach im Kieferbereich aufgebaut ist. Und das ist diese körperlichen Reaktionen sind nicht nur in der Akutphase zu beobachten, sondern bei sehr vielen Personen oft wirklich Wochen und auch Monate danach. Viele verstehen es nicht, viele bringen es oft im Nachhinein auch gar nicht mehr in Zusammenhang mit belastenden Situationen, aber es gibt auch Personen, wo das oft wirklich erst Monate später auch sowas auftreten kann, solche körperlichen Reaktionen. Bei den geistig-kognitiven Funktionen ist es so, dass ein Großteil der Personen beschreibt, jetzt auch nach der Akutsituation, dass sie Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung haben. Das hat eben was damit zu tun, dass dieses Frontalhirn zum Teil eben blockiert ist, überfordert ist eben mit bestimmten Aufgaben. Es gibt immer wieder Personen, die über Desorientierung sprechen, bezüglich Raum, Zeit oder Person, also denen dann oft immer wieder Zeitphasen fehlen oder wo sie merken, sie wissen nicht, wie sie jetzt zu einem bestimmten Ort, einem bestimmten Raum gekommen sind. Sie merken nur, sie sind jetzt gerade woanders, können oft bekannte Personen momentan nicht zuordnen. Also das sind ganz typische Reaktionen. Und dann wird es von manchen Leuten beschrieben, eine entweder überhöhte Reaktionsbereitschaft oder eine deutlich reduzierte Bereitschaft. Also manche sind in einer erhöhten Alarmbereitschaft und reagieren sozusagen auf jede Kleinigkeit. So das, was man so als im Fachjargon sozusagen als Hypervigilanz quasi so ausdrückt, sozusagen Schreckhaftigkeit ist auch damit verbunden. Und
Und dann gibt es auch wieder beide Seiten, verstärkte oder reduzierte Wahrnehmung des Umfeldes. Ja, das hat was wieder mit diesem Tunnelblick zum Teil zu tun, dass manchmal bestimmte Momente ganz, ganz detailliert wahrgenommen werden und dann sozusagen, wenn das Wahrnehmungssystem wieder abschaltet, weil alles zu viel ist, auch eine sehr deutlich reduzierte Wahrnehmung. Misstrauen beschreiben sehr viele Personen. Albträume, die können relativ schnell entstehen oder auch zeitlich sehr spät nach einer Akutsituation. Albträume sind in der Regel sozusagen oder sehr häufig ein Hinweis, dass die Psyche in der Nacht einfach bei bestimmten Themen nicht mehr weiterkommt in die Lösungssuche und immer wieder dasselbe Thema sozusagen versucht durchzuträumen, aber an der Lösungssuche sozusagen stecken bleibt. Und das, was die meisten Personen sehr, sehr eindrücklich beschreiben und oft wirklich Sorge haben, dass sie an Demenz oder Alzheimer erkrankt sind, sind Schwächen in der Konzentration, Aufmerksamkeit und Erinnerungsvermögen. Also viele Leute beschreiben, dass sie wirklich, also dass das Kurzzeitgedächtnis einfach ja, große Probleme quasi auch bereitet. Das macht oft im Alter Krisen ja, Probleme, weil ganz eine hohe Vergesslichkeit einfach beschrieben wird. Das ist aus meiner Erfahrung jetzt auch das Symptom, das am längsten von diesen kognitiven Reaktionen am längsten anhält. Also sehr häufig beruhigen sich die anderen Reaktionen schon deutlich auf der körperlichen oder emotionalen Ebene. Und diese Konzentrationsschwächen und Aufmerksamkeitsschwächen, das beschreiben Leute oft über viele, viele, viele Monate. Und das verunsichert eben sehr. Ja, Schwächen gibt es eben im abstrakt-logischen Denken. Das hat eben auch wieder was mit diesem Frontalhirn zu tun. Das heißt, wenn man Personen sozusagen in so einer Situation ganz einfache, logische Aufgaben stellt, können es manche nicht lösen, weil einfach das Gehirn überfordert ist. Sozusagen so ein Test, den man jetzt in der Therapeutenpraxis sehr häufig auch macht, ist, also, dass man Personen dann ganz einfache Rechnungen zum Lösen gibt, um einfach zu schauen, sozusagen, ist es möglich oder nicht. Und manche können, ist es einfach nicht möglich, ganz leichte Minusrechnungen zu machen, aber es ist auch für viele ganz schwer, sozusagen da chronologisch aufwärts zu zählen. Also das abstrakte logische Denken ist einfach sehr stark beeinträchtigt. Und eine sehr häufige Reaktion auch auf dieser geistig-kognitiven Ebene sind Flashbacks. Das heißt, Eindrücke, Wiedererinnerungen, wo die Personen den Eindruck haben, wie real, wie als wären sie sofort wieder in dieser Situation. Und ich habe eben diese Flashbacks und vorher dieses Hyperarousal sozusagen jetzt gelb markiert, weil Hyperarousal, Flashbacks und es kommt dann noch eine dritte Reaktion dazu, sind sehr häufig Hinweise für das Entstehen von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das heißt, wenn Personen beschreiben, sie kommen immer wieder in Übererregungszustände auf der körperlichen Ebene, sie beschreiben Flashbacks und dann kommt noch das dritte sozusagen quasi Vermeidungsverhalten noch dazu, das kommen aber noch, das sind sehr häufig Hinweise, dass man hellhörig oder aufmerksam sein soll, ob sich möglicherweise eine posttraumatische Belastungsstörung schon entwickelt hat oder gerade im Entstehen ist. Emotional gibt es sozusagen alle Gefühle quer durch die Bank, die Personen beschreiben, von Angst, Furcht, Unsicherheit, über Gefühle von Hilflosigkeit, Überwältigung, Wutausbrüche, starke Trauer. Also es gibt wirklich alle Emotionsschattierungen und auch dieser Wechsel zwischen Gefühlsarmut und Gefühlsausbrüchen. Das irritiert ganz viele sehr stark, dass sie manchmal den Eindruck haben, sie spüren gar nichts und im nächsten Moment haben sie emotionale Überreaktionen. Und die vierte Ebene, eben dieses Verhalten auf der Verhaltensebene, beschreiben viele Personen, dass sie sich mit der Zeit immer mehr zurückziehen und fast auch sich sozial abkapseln, in ein ja, sehr isoliertes Verhalten mit der Zeit kommen. Es gibt auch immer wieder Personen, die in ein eher unsoziales Verhalten kommen und zwar immer
Im Vergleich zur Situation vorher, ja, also wenn vorher jemand sehr gesellschaftlich orientiert war, gern unter Personen war und plötzlich ist er zurückgezogen oder kapselt sich ab oder war sehr sozial engagiert und zeigt plötzlich unsoziales Verhalten, kann es einem ein Hinweis sein, dass Traumatisierung quasi vorliegt. Also wichtig ist aber immer der Vergleich, wie war die Person vor dem Ereignis? Ja, Hast und Ruhelosigkeit ist sehr häufig. Es gibt da immer wieder Personen, die beschreiben, dass sie so unkontrollierte Bewegungen machen, das aber nicht steuern können. Das hat ganz viel mit motorischer Unruhe zu tun. Und dann ist ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, dass sehr häufig diese ganzen Übererregungsreaktionen, egal auf welcher Ebene, versucht wird, sozusagen mit Alkohol runterzuregulieren. Viele Leute machen auch die Erfahrung, sie wären ruhiger. Dadurch, dass es aber immer wieder zu so starken sozusagen Übererregungszuständen kommt, kann es zu einem problematischen Alkoholkonsum kommen. Ebenso wie bei Drogen oder auch anderen Genussmitteln wie also Kaffee, dass ein Übermaß an Kaffee konsumiert wird oder auch Cola oder sozusagen Koffein oder eher koffeinhaltige Getränke, die aber dann sozusagen quasi diese Genussmittel wieder den Effekt haben, eher das Herz-Kreislauf-System zu pushen, das heißt eigentlich zu einer paradoxen Wiederreaktion führen. Ja, Veränderungen im sozialen Umfeld ist eben im Zusammenhang mit Zurückgezogenheit und Abkapselung zu sehen. Veränderungen auch im Sprachgebrauch. Also viele Betroffene beschreiben, dass sie auf einmal merken, sie wären sehr zynisch. Also das ist das, was die meisten an sich selber beobachten, dass sie plötzlich eine sehr sarkastische Sprache haben, einen sehr zynistischen sozusagen Humor haben und quasi so der schwarze Humor plötzlich sehr stark vertreten ist. Und wo aber viele Leute ja beschreiben, sie fühlen sich nicht wohl dabei. Also das ist einfach eine Kompensationsmöglichkeit und Versuch, mit diesen Erfahrungen, mit diesen Reaktionen umzugehen. Also das ist was, was viele Betroffene auch selber beobachten können. Und dann gibt es eben dieses Vermeidungsverhalten, da habe ich jetzt einen Tippfehler drin. Entweder, dass ich sozusagen die Situation vermeide, oder was hier mit intrapsychisch gemeint ist, auch vermeide, sozusagen nicht in Ruhe zu kommen, nicht mit irgendwelchen inneren Zuständen in Kontakt zu kommen, die sofort wieder Angst, Panik, Unruhe oder andere Dinge quasi erzeugen. Dieses Vermeidungsverhalten ist eben sozusagen sehr typisch und das ist oft dann also die Grundlage, wo manchmal dann sozusagen Ängste oder Angststörungen sich draufsetzen können. Und eine Situation, die auch sehr, sehr häufig beschrieben wird, ist Hunger oder Appetitlosigkeit. Das heißt, es gibt ganz viele Personen, die beschreiben, dass sie dann innerhalb von kürzester Zeit enorme Gewichtsabnahmen haben, also bis zu 10, 15 Kilo in ganz, ganz kurzer Zeit. Und zwar deshalb, weil sie einfach keinen Hunger haben oder nichts runterbekommen. Am ehesten gehen dann oft noch flüssige Lebensmittel, also Suppen oder so können die Betroffenen am ehesten essen, aber irgendwelche also Gepäck, Brot, Fleischgerichte gehen ganz, ganz schlecht. Entwickeln sie manche Personen auch Ekel, aber der Punkt ist auch, dass es überhaupt kein Hungergefühl gibt. Und das hat physiologisch den Hintergrund, dass der Organismus so im Stress steht, dass er versucht, das Verdauungssystem quasi zu schonen, weil Verdauung und Ausscheidung ist das, was sozusagen der Körper gerade am wenigsten hilfreich erlebt. Und um das zu reduzieren, weil er das für Flucht und Kampf quasi nicht braucht, wird sozusagen das Hungergefühl deutlich reduziert. Ja, und jetzt kommen wir so zum letzten Punkt. Was ist so hilfreich im Gespräch mit Betroffenen? Ich habe jetzt einmal
Fragen aufgeschrieben, die grundsätzlich hilfreich sind, jetzt speziell in der Akutsituation. Wenn man etwas später zu Betroffenen kommt, weicht sich das ein bisschen auf, aber in der Akutsituation ist es hilfreich, Fragen zu stellen, wo Betroffene sozusagen mit Ja oder Nein antworten können oder sozusagen, wo quasi das logische Denken oder sozusagen das kognitive Denken wie soll ich sagen, aktiviert wird. Ja? Also so kann ich etwas für Sie tun, dass die Betroffenen überlegen, ja, ja oder nein, was brauchen Sie konkret? Also dass die Betroffenen auch sagen können, dort oder da könnten Sie mir helfen, das würde ich jetzt brauchen. Dann auch diese Frage, wollen Sie mit mir reden? Ja? Also es ist ganz wichtig, dass die Betroffenen nach so ganz schweren dramatischen Ereignissen möglichst viel Entscheidungsmöglichkeit angeboten bekommen. Und das kann man sozusagen mit solchen Fragen machen. Was weniger hilfreich ist, und das ist aber das, was wir so im psychosozialen Bereich sehr gewohnt sind zu tun, ist die Frage, wie geht es Ihnen? Das kann schon in manchen Situationen angebracht sein, aber wichtig ist zu wissen, mit dieser Frage kann ich möglicherweise diesen heißen Speicher anheizen. Ja, sozusagen das, was als fragmentierte, bruchstückhafte Erinnerungen da sind. Und wichtig ist zu wissen, warum man mit dieser Frage sehr vorsichtig umgehen soll. Die Situation ist noch anhaltend, ja, sozusagen. Es sind im Moment noch viele Arbeiten zu tun. Das heißt, die Betroffenen müssen noch funktional und handlungsfähig bleiben in einer gewissen Weise. Und wenn ich die Frage stelle, wie geht es Ihnen, und dann sozusagen ganz tiefgründig darauf eingehe, ist die Gefahr sehr groß, dass diese Gefühle, also man nennt es sozusagen Affektbrücken, auslösen. Das heißt, Brücken zu anderen Erfahrungen. Und das, was aber die Betroffenen am wenigsten brauchen können, ist, dass sie durch ein Andocken an unterschiedlichen Gefühlen sozusagen nicht mehr handlungsfähig bleiben. Das heißt, mit Fragen nach Emotionen, das kann im Einzelfall hilfreich sein, aber grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, dass man eher vorsichtig damit sein soll. Das heißt jetzt nicht, dass es verboten ist, aber diese Fragen, wo das Gehirn sozusagen zum Denken angeregt sind, sind tendenziell hilfreicher. Was auch wichtig ist, ist, dass viele Betroffene nicht immer das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Für viele ist es hilfreich, einfach zu wissen, dass jemand da ist, dass Hilfe da ist, dass jemand einfach nur bei mir ist. Das Zuhören ist das wesentlich Wichtigere, als sozusagen in einen Dialog quasi zu gehen oder auch die Stille auszuhalten. Im Gespräch kann es hilfreich sein, das Gehörte immer wieder zu wiederholen, so wie es einfach, wie jeder für sich so das Gefühl hat, dass es angemessen ist. Dieses Wiederholen von Gehörten löst beim Betroffenen das aus, dass er sich sozusagen sehr ernst genommen fühlt, dass die kognitiven Strukturen im Gehirn sozusagen greifen, weil sie auch dieses Gehörte wieder überprüfen können, sie überlegen können, möchte ich noch was ergänzen, fehlt da noch etwas. Das heißt, das ist ganz was Hilfreiches und was sehr Zentrales. Und was manchmal auch sehr hilfreich sein kann, wenn ich merke, dass im Gespräch mit Betroffenen durch irgendwelche Erzählungen plötzlich die Aufmerksamkeit wegrutscht. Und das merkt man manchmal auch daran, dass plötzlich kein Blickkontakt mehr da ist oder dass der Blick so ins Leere geht. Dann kann es hilfreich sein, zum direkten Blickkontakt aufzufordern, indem man sagt, können Sie mich einmal kurz anschauen oder kannst du mich einmal kurz anschauen? Wenn Betroffene mit dem Gesprächspartner im Blickkontakt sind, heißt es, dass das Gehirn im Hier und Jetzt ist und nicht in den Erinnerungen. Und es ist jetzt künstlich, ja, sozusagen dauernd zu sagen, bitte schauen Sie mir in die Augen. Aber wenn man so das Gefühl hat, man verliert jetzt jemanden im Kontakt, im Gespräch, kann das eine hilfreiche Intervention sein.
Was auch hilfreich ist, jetzt gerade sozusagen bei akut Betroffenen, ist, dass man nicht direkt gegenüber sitzt im Gespräch oder auch im Stehen, sondern dass man eher versucht, so ein Stück weit im rechten Winkel zu sein, weil es dieses Gefühl von, ich werde beobachtet, wegnimmt. Also das ist jetzt sozusagen so eine Erfahrung grundsätzlich aus der Krisenintervention, aber das ist grundsätzlich sehr hilfreich, weil es sozusagen Platz macht, ja sozusagen auch für den Blick nach geradeaus. Die Betroffenen können sich aber auch zuwenden und es ist hilfreicher, als wenn man direkt frontal sich gegenüber ist. Wenn plötzlich die Sprache wegbleibt, was eben durchaus passieren kann, weil wir ja nicht steuern können, über was erzählen die Leute und was löst das Erzählte aus. Dann kann es hilfreich sein, ganz konkrete Fragen zu stellen. Der Hintergrund ist immer mit diesen Fragen, ich möchte wieder das logische Denken ankurbeln und ich möchte die Personen aus der emotionalen Situation rausbringen. Das heißt, mögliche Fragen könnten sein, können Sie mir erzählen, was Sie heute gemacht haben? Oder wie heißen Ihre Kinder? Haben Sie heute schon gegessen? Was haben Sie gegessen? Also so ganz Dinge, die einfach im Alltag, auch in diesem speziellen Alltag sozusagen auftreten können, um die Leute sozusagen wieder herzuholen. Manchmal kann es hilfreich sein, das ist was in der therapeutischen Praxis sehr oft eingesetzt wird, dass man auch sagt, in welchem Jahr sind Sie denn geboren oder wann sind Ihre Kinder geboren? Können Sie mir das Geburtsdatum nennen? Also der Punkt ist immer sozusagen irgendwas anzubieten, wo das logische Denken wieder funktionieren muss. Der nächste Punkt ist jetzt was, ist jetzt wieder ganz ein anderer Aspekt. Aus meiner Erfahrung ist es hilfreich, immer wieder auch Gegenstände sozusagen bei sich zu haben, die man einem Betroffenen in die Hand geben kann. Wenn die Qualität des Gegenstandes hart oder fest ist, erleben das sehr viele Betroffene als sehr hilfreich, weil sie sozusagen zusammendrücken können und sie können sich quasi wieder spüren. Weiche Dinge sind nicht immer hilfreich, werden dann manchmal abgelehnt. Bei Kindern ist es ein bisschen anders. Kinder lieben Kuscheltiere, also die brauchen sozusagen was Weiches. Aber viele Erwachsene, die das Bedürfnis haben zu erzählen, für die ist es oft hilfreich, wenn sie etwas in der Hand halten können, auch im Sinne von, ich halte mich an etwas quasi fest. Also das ist dann ganz egal, ob das ein Stift ist, ob das ein Ast ist, der herumliegt, ob das ein Stein ist. Sehr gut geeignet sind, aber das sozusagen müsste man richtig bewusst mitnehmen, sind diese Igelbälle, weil die sozusagen aufgrund dieser Noppen nur mal ganz eine andere Information an die Haut geben und die also Reize an die Haut bedeuten einfach immer wieder Reorientierung, also Wiederorientierung im Hier und Jetzt, aber im Wesentlichen ist es egal, aber hilfreich ist irgendwas Hartes. Das kann eben sozusagen quasi ein Stift sein, ja, wo die Leute sozusagen herumhantieren. Aber es geht um eine Information, die Personen durch die Haut wieder bekommen. Ja, und abschließend ist mir aber auch noch wichtig, bei diesem ganzen quasi Wissen und das, wie man in solche Einsätze hereingeht, ist es ganz, ganz wichtig, als Helfer gut auf die eigene Psychohygiene zu achten. Ich kann nur dann sozusagen ein guter Helfer sein, wenn ich wirklich sehr ehrlich mit mir und meiner eigenen Psychohygiene auch in so einem Einsatz quasi umgehe. Das heißt, es kann oft wichtig sein, nach Gesprächen, wenn ich längere Zeit in einer Krisensituation bin und Personen betreue, wirklich selber auch auf Pausen zu achten, auch darauf zu achten, dass ich als Helfer in der Situation ausreichend trinke, dass ich schaue, ob meine Grundbedürfnisse eben wie Essen, Trinken sozusagen auch versorgt sind, dass ich mir Zeit nehme, auf die Toilette zu gehen. Das sind lauter Dinge, die sozusagen sehr häufig auch hinten angestellt werden. Und ich kann aber nur dann ein guter Helfer sein, wenn ich wirklich sozusagen meine eigene Psychohygiene gerade in so einem speziellen Einsatz gut im Blick habe.
Ja, das war jetzt so ein wirklich ein ja, Aufriss über sozusagen dieses ganze Thema. Und ich stehe jetzt gern für alle möglichen Fragen, Diskussionen zur Verfügung. Mir war es jetzt einfach nur wichtig, einen Überblick über alle möglichen Aspekte dieser zum Thema Trauma zu geben. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Es war für mich auch so spannend, nochmal die Fragen, da würde ich auch nochmal reinzugehen, ne? Und vielleicht nochmal da ein bisschen zurückgenommen. Du hast ja auch gesagt, du hast ja deine eigenen Erfahrungen gemacht und vielleicht wäre das vielleicht der Übergang für uns und für unsere Fragen, was du direkt persönlich ja auch erlebt hast. Ne? Du hast ja sowohl jetzt, du hast diese Brandkatastrophe angesprochen im Tunnel, du hast auch Zugführer begleitet, die Menschen, die sich suizidiert haben, das erfahren haben. Was waren zum einen die Erfahrungen, die du vor Ort mit Opfern erlebt hast? Und was waren deine eigenen Erfahrungen? Wo hat es dich an deine Grenzen gebracht? Das ist vielleicht auch gut für uns zu wissen. Was begegnet uns? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Erfahrung rund um diese Brandkatastrophe in Kabun nochmal eingehe, also da war es so, dass wir quasi als notfallpsychologisches Team nach ungefähr einer Woche zum Einsatz gekommen sind, weil in der ersten Woche ganz viele unterschiedliche Helfer vor Ort waren. Und nach circa einer Woche haben wir begonnen, sozusagen dieses Krisenzentrum in Kabun zu führen und Einsätze quasi zu leiten für die Betroffenen aus der Region. Und da waren dann sozusagen Einsätze in Schulen, in Firmen, in Familien, also ganz, ganz unterschiedlich. Und das Hilfreichste, was für die Betroffenen war, zu wissen, die Reaktionen, die sie haben, dass das normale Reaktionen normaler Personen auf ein außergewöhnliches Ereignis ist. Und dieser Satz, dieses normale Reaktionen normaler Personen auf ein außergewöhnliches Ereignis, das war ein Schlüsselsatz. Wir haben dann damals sozusagen quasi auch Informationsblätter ja, produziert, wo wir diese Reaktionen auch raufgeschrieben haben und immer mit diesem Satz, das sind normale Reaktionen normaler Personen auf eine außergewöhnliche Situation und auch diesen Hinweis, sollten Sie aber diese Reaktionen nach einigen Monaten noch immer erleben und spüren und Sie sich Sorgen machen, dann wenden Sie sich an professionelle, an Professionisten. Also da hat es dann auch Adressen gegeben. Aber das war eines der hilfreichsten sozusagen Informationen. Also wir haben dieses Krisenzentrum dann circa 3 Wochen betreut. Und in diesen ganzen 3 Wochen war das sozusagen eine der wichtigsten Informationen. Und das andere, was auch ganz, ganz wichtig war, das hat die einheimische Bevölkerung auch erwähnt, dass sie gesagt haben, es war einfach gut, dass ihr da wart. Also wir wussten sozusagen, wir können uns an euch wenden. Das haben auch viele getan, viele nicht. Und viele haben auch das, gesagt, es war nicht notwendig, wir wussten, wir können uns aber an euch wenden, wenn wir euch braucht. Und also das war ganz, ganz wichtig. Was für uns als Helfer wichtig war, war, wir haben nicht vor Ort gewohnt. Wir sind jeden Tag gependelt. Das war aus psychohygienischen Gründen wichtig. Es ist gesorgt worden, dass wir eine Verpflegung haben und regelmäßig Pausen machen mussten. Dafür war ein Kollege zuständig, der sozusagen Pauseneinteilung gemacht hat. Also das war ganz was Wichtiges. Und es gab dann immer wieder Nachbesprechungen. Also es war auch ganz was Wichtiges. Und eine Erfahrung, eine persönliche Erfahrung von mir war, ich wusste, also als Psychologin, meine Psyche muss ich unter Kontrolle haben. Und da waren wir auch sehr, sehr ehrlich. Das, was ich persönlich übersehen habe, war die körperliche Anstrengung. Also bei mir war es dann so, nach diesem Einsatz,
dass dann ungefähr einen Monat später ich gemerkt habe, ich war körperlich extrem erschöpft und zwar in einer Art und Weise, wie ich es so noch nicht kennengelernt habe. Ich habe dann schnell eine Verbindung hergestellt. Aber das war mir zu diesem Zeitpunkt, es war auch der erste Einsatz, den wir damals so gehabt haben, noch wesentlich mehr auf den Körper auch zu achten. Also das war eine Erfahrung, die ich mir mitgenommen habe und die ich dann auch in weiterer Folge permanent quasi auf die ich geachtet habe. Und ich war eben auch in einem Wirtschaftsunternehmen als Betriebspsychologin tätig, wo in einem riesen Stahlunternehmen in Österreich, wo es immer wieder schwere Arbeitsunfälle gegeben hat. Und was auch da hilfreich ist oder was wichtig ist, auch zu wissen, es geht nicht nur um die Betroffenen an sich, die den Unfall erlebt haben, sondern es ist ganz wichtig auch zu berücksichtigen, gibt es Zeugen, Beobachter oder gibt es auch Personen, die durch Erzählungen, weil sie in dieser Situation nicht dabei waren, das war auch in Kaprun so, man darf nicht unterschätzen, dass die Personen, die zu dem Zeitpunkt nicht anwesend waren, sozusagen auch in einem Ausnahmezustand sind, weil die sich Sorgen machen um Angehörige, weil sie nicht wissen, wie schaut ihr Zuhause aus, wenn sie wieder retour kommen. Das sind oft ist eine Personengruppe, auf die manchmal vergessen wird und die aber genauso potenziell sozusagen traumagefährdet ist wie Betroffene in der Akutsituation selber. Ja, sehr wichtig, ne? Ja. Also das fand ich beides sehr spannend, auch die Informationen mit den, welche Reaktionen sind normal. Das ist auch was wir uns hier, wo wir uns mal zusammensetzen können, dass wir das für uns als Set auch zur Verfügung haben und auch weitergeben können. Ich denke, ja, Betroffene vor Ort auch das Feedback haben, okay, meine Reaktion ist jetzt noch normal, ne, und das selber oder auch Angehörige monitoren können, das ist auch schon sehr erleichternd. Ja, es nimmt ganz viel Angst weg und auch dieses Gefühl von Einzigartigkeit. Ich habe das. Und wenn es sozusagen, also wir haben damals die Erfahrung gemacht und auch in weiterer Folge bei anderen Ereignissen, wenn das auf einem Zettel steht, heißt es betrifft mehrere Personen, weil sonst würde es nicht auf einem Zettel stehen und das entlastet enorm. Ah, ja, spannend, ja, logisch. Mhm. Ja. Ja. Und es war ein A4-Zettel, also einfach abgetippt, also war kein großer Aufwand. Und ich bin mit Personen aus Kaprun immer wieder noch in Kontakt. Manche erzählen, sie haben den Zettel noch immer. Also sagen so irgendwie so, das war so was Haltgebendes. Ja, wunderbar. Christine, ich habe mal eine Frage. Ja? Und zwar speziell die Flutkatastrophe an der Ahr spezifisch. Das sind ungefähr 40.000 Betroffene. Aus deiner Erfahrung heraus, wenn wir jetzt die Zahlen, 75 davon 25, das ist ja eine Riesenzahl. Und wir als Ersthelfer, wir können ja wirklich nur ein Erstgespräch, ich meine, die so eine PTBS, die braucht natürlich eine längerfristige Behandlung. Die Dimension, dass man es mal begreift, 40.000 Betroffene, das erschlägt ja natürlich einen. Wenn man es hochrechnet, sind ungefähr 7.500 Menschen. Und wenn ich die dann, also da fehlt ja Kapazität und Manpower und Zeit. Wie siehst du das? Also das Wichtige ist jetzt auch, es hat eine riesengroße Bevölkerungsschichte betroffen. Und das ist zugleich aber auch reduziert, sozusagen die Wahrscheinlichkeit, PTBS zu entwickeln, weil es sozusagen quasi ein kollektives Trauma oder kollektives Ereignis ist und sozusagen diese Gefühle der Einzigartigkeit ein Stück weit aufgeweicht quasi sind und dadurch die Wahrscheinlichkeit an PTBS zu erkranken reduziert wird. Aber es gibt keine Prozentsätze jetzt sozusagen, um wie viel quasi reduziert wird, weil es dann noch von einigen anderen Faktoren abhängig ist. Ja? Wie schnell sozusagen Hilfe angerollt ist, wie schnell einfach Unterstützung da war,
wie die Unterstützung quasi so erlebt worden ist. Und das andere ist, es sind da riesen sozusagen Schäden entstanden. Das heißt, es geht auch um existenzielle Themen. Und das ist wahrscheinlich individuell auch sehr unterschiedlich, wie Personen damit umgehen. Aber dass es so eine große Anzahl betroffen hat, ist zugleich sozusagen reduziert die Wahrscheinlichkeit des Einzelnen an sozusagen einer Traumafolgestörung zu erkranken. Das heißt, es ist ein gewisser Schutzfaktor, ja? Also wenn man das unter Anführungszeichen Schutzfaktor nennen kann. Okay, danke. Dazu eine ergänzende Frage. Durch die Corona-Krise, gibt es da wieder einen aufhebenden Faktor oder kann man sagen, na gut, das kann man schon trennen? Also durch die Corona, es kommen halt jetzt zwei Situationen zusammen. Ja? Durch Corona sind schon Belastungen quasi da gewesen. Die werden wahrscheinlich auch sehr individuell unterschiedlich sein. Und auf diese Belastung sozusagen kommt jetzt noch eine andere drauf. Es gibt keine Studien, ja, sozusagen dazu, weil dieses das Phänomen einer Pandemie und dann einer sozusagen großen Naturkatastrophe einfach sehr, sehr selten quasi auftritt. Das heißt, da gibt es ganz wenig Zahlen, wie sich das tatsächlich auswirkt. Aber im Einzelfall kann es das Risiko einer Traumafolgestörung erhöhen. Okay. Eine Frage hätte ich noch, dann bist du mich los. Wie schaut es aus, also wenn ich jetzt den Zeitfaktor mal betrachte, du hast gesagt, wie man so ein Gespräch angeht, Ja-Nein-Fragen stellen. Okay, ich komme im Gespräch, ich merke, da scheint wohl ein bisschen was zu sein. Was ist dann? Woran kann ich mich wenden? Was soll ich am besten dann tun? Was meinst du da konkret? Ich merke jetzt, okay, da könnte sich derjenige Dissoziationsgeschehen, solche Sachen, dass ich einfach sagen kann, okay, der braucht wirklich jetzt eine schnelle therapeutische Begleitung oder dass ich sagen kann, als Ersthelfer, okay, pass auf, ich kann ihn unterstützen. An wen soll er sich wenden? Hilfreich ist, aber das weiß ich nicht, ob das sozusagen möglich ist. Hilfreich ist es tatsächlich, Betroffenen Anlaufstellen geben zu können. Das ist aber die Frage sozusagen, da kenne ich jetzt quasi die spezielle Situation und die Anlaufstellen auch zu wenig. Aber grundsätzlich ist es schon hilfreich, konkret zu sagen, das wären jetzt mögliche Anlaufstellen, bitte dorthin wenden. Ja, also sehr häufig ist schon für viele Betroffene quasi der Hausarzt ist tatsächlich trotzdem, zumindest in Österreich so, dass viele Hausärzte erste Anlaufstellen auch sind. Und dann ist es, die Frage ist, ob es möglich ist, wenn ihr dort vor Ort seid, quasi eine gewisse Liste an möglichen Anlaufstellen auch tatsächlich in die Hand geben zu können. Grundsätzlich wird das als sehr hilfreich erlebt, ja, Nummern zu haben, wo ich anrufen kann für den Fall der Fälle. Ja. Okay, danke dir. Da springe ich mal kurz rein. Also in der Tat sind wir auch dabei, da schon mal Listen zusammenzustellen. Auch sind wir schon dabei, Kooperationen zu schließen. Sind wir jetzt im Vorgespräch mit Hello Better, heute mit Jerusalem. Es gibt schon verschiedene Initiativen, die eben auch Psychologen vermitteln, psychologische Unterstützung vermitteln. Da sind wir jetzt gerade dabei, ganz am Anfang, dass wir da noch mit Kontakte und mit anderen kooperieren, weil natürlich ist es besser, wir schließen die Kräfte zusammen und arbeiten da Hand in Hand. Das ist auch unsere Idee. Und auch mit den Adressen, dass wir da euch auch zu versorgen für erste Ansprechpartner vor Ort. Ja, vor allen Dingen sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen oder vergessen, viele Hausärzte sind ja selbst betroffen. Ja. Also es ist ja so, dass viele Hausärzte auch die Existenz vielleicht verloren haben, ihre Arztpraxen gar nicht mehr haben. Also deswegen ist da natürlich, finde ich, auch zu überlegen, ob da der Hausarzt wirklich der richtige Ansprechpartner dann ist. Da kann es wirklich so sein, wie du gesagt hast, Stefania, wirklich sozusagen überregional quasi auch zu schauen,
wo sie tatsächlich Anlaufstellen. Also hilfreich ist es schon, dass die Leute nicht selber zum Suchen anfangen müssen in dieser Ausnahmesituation, sondern wissen, das sind Kontaktadressen, keine Ahnung, Clearingstellen oder so, die, die dann ganz gezielt regional weitervermitteln können. Aber jetzt weiß ich nicht, ob eben sowas auch angedacht ist. Ist wahrscheinlich jetzt auch nur eine Frage der nächsten Wochen, bis sich das alles bildet und schließt. Da werden die anderen genauso noch so in den Startlöchern sein. Aber ja. Dafür ist ja dann auch wieder, dass wir die Zeit, bis eben die psychologische Hilfe zur Verfügung steht. Ich meine, es ist sowieso, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, Christine, für jetzt eine Behandlung von posttraumatischen Störungen ist es zu früh. Ja, ich denke, das würde vielleicht im Einzelfall ja. Also die Behandlung kann dann beginnen, und das ist jetzt wahrscheinlich im Einzelfall sehr unterschiedlich, wenn quasi die existenzielle Absicherung wieder da ist. Ja? Also wenn jemand weiß, das ist mein Wohnbereich oder meine Wohnmöglichkeit für die nächste Zeit, da kann ich quasi bleiben, dann wäre das schon eine Möglichkeit, quasi einzusteigen, aber es muss vorher sozusagen eine gewisse existenzielle Absicherung gegeben sein. Ansonsten führt eine vorzeitige Traumabehandlung eher zur Retraumatisierung. Genau. Das also nicht eher, sondern führt. Ja, genau. Ja. Deswegen ist unsere Aufgabe als Ersthelfer, ne, zu stabilisieren, und das ist vielleicht auch nur der Punkt, wo vielleicht jetzt auch die Psychologen vielleicht teilweise einfach vielleicht noch gar nicht die richtigen sind oder vielleicht auch fehl am Platz, sage ich mal in Anführungszeichen. Das sind vielleicht auch dann zum Teil die Seelsorger aktiv, die eben nicht diagonal, sondern auf Augenhöhe mit den Personen ins Gespräch gehen. Ja, dazu kann ich sagen, hier sind die Notfallseelsorger unterwegs, also von der, wie heißen die, Notfallseelsorger heißen die, glaube ich, und auch noch andere Seelsorger sind hier unterwegs, also die gehen wirklich zu den Menschen hin oder gucken, wo wird was gebraucht und fragen auch nach, und weil das ist hier eine Ausnahmesituation, das ist ohnegleichen. Und Michael, du hast eben Corona angesprochen, und ich habe jetzt heute noch gesagt, ich sage das, was Corona über die anderthalb Jahre hier Deutschland entzweit hat oder die Welt entzweit hat und die Menschen vereinsamt hat, sozusagen auseinandergebracht hat, das bringt diese Katastrophe, so schlimm wie sie ist, die bringt ganz Deutschland wieder zusammen. Also man hat das Gefühl, ich habe heute mit Helfern von Flensburg gesprochen, bis zum Süden, die kommen alle hierhin. Es ist der Wahnsinn, was hier im Moment an Hilfe ist. Natürlich auch Katastrophentourismus oder wir kommen mal für ein Wochenende gucken, helfen ein bisschen mit. Aber das, was hier wirklich geleistet wird, auch von außerhalb, da fragt kaum einer, ich sag mal, nach Corona. Es werden Masken getragen oder halt auch nicht. Gut, wenn man Schubkarre fährt, kann man nicht immer Masken tragen. Aber die meisten halten sich doch dann schon dran. Und es ist eine Ausnahmesituation ohnegleichen, aber wie du auch sagst, Christine, die Leute reden darüber. Also ja. Ich habe so eine Gabe, ich gehe auf die zu, deshalb war ich auch ganz gespannt, kann ich noch was anders machen oder mit diesen Fragen eben, wo ich gedacht habe, ach, das ist ja auch nett, also wie man das dann noch ins Gespräch einbinden kann. Aber die meisten wollen auch irgendwie ein Stück reden und ja, genau. Auch diese Geschichten, und da wird es mir dann auch manchmal anders. Und ich habe aber mal eine Frage, du hast diesen Friespunkt erwähnt, und dann habe ich gedacht, also ich habe da schon einige Geschichten von gehört, und gut, ich kenne diesen Friespunkt auch selber, aber kann man in so einer Situation irgendetwas machen, also dass ich dann trotzdem diesen Button da drücken könnte? Gibt es da irgendwie, wo man die Hirnwindung überlisten kann oder dass man da handlungsfähig wird wieder? Wenn es im Gespräch passiert? Ja, oder in der Situation passiert, wenn das Wasser kommt und die stehen auf dem, die haben sich, ja, eine Geschichte, die haben sich in letzter Sekunde dann auf den Tisch gerettet, weil es immer höher stieg, sie aus der Wohnung nicht raus, die Rollläden waren auf elektrisch runter, der Strom war weg, und sie kamen nicht raus, und die haben sich dann auf den Tisch gerettet und haben dann da eigentlich gewartet, aber
und ich denke, dann friert man ja auch so ein. Und sie sagt, sie konnte nichts mehr machen. Ja, genau. Außer warten dann. Aber ich denke, kann man das Hirn dann irgendwie wieder einschalten? Das Schwierige ist, solange diese Notsituation besteht und es existenziell bedrohlich ist, ja, und das ist es, ja. Wenn ich am Tisch stehe und weiß nicht, wann die Hilfe kommt oder ob ich überhaupt gerettet werde rechtzeitig. In der Situation ist das Gehirn im absoluten Ausnahmezustand, aber eben nicht nur das Gehirn, sondern auch der Körper. Ja, sozusagen, er muss ja quasi so dieses Stehen muskulär ausbalancieren können. Ja. Und irgendwann ist es so, dass wir haben ja sozusagen in unserem Nervensystem sozusagen quasi zwei Gegenspieler. Den Sympathikus, der für Aktivität zuständig ist, und der Parasympathikus, der für Ausgleich, für Entspannung zuständig ist. Und in der Akutsituation ist es so, dass quasi diese Balance auch nicht mehr funktioniert. Das ist sozusagen wie, als würde der Organismus auf Vollgas und Vollbremsung zugleich quasi stehen. Und das führt eben dazu, dass irgendwann der Organismus es quasi nicht mehr aufrechterhalten kann. Ja? Und dadurch kommt es zu diesen quasi Erschöpfungszustand und Freeze-Zustand. Ja. Den kann man aber so lang wie, also in der Regel ist es so, dass dieser Freeze-Zustand noch deutlicher auftritt, wenn sozusagen die Gefahrensituation vorbei ist. Ja, sozusagen, wenn quasi es vorbei ist, also dann beschreiben viele Personen, dass sie absolut handlungsunfähig quasi sind, nicht mehr gehen können, nichts mehr in die Hand nehmen können, keinen Schluck trinken, die motorische Aktivität ist einfach erschlafft. Mhm. Und der Stress oder der Schockmoment hält es eben relativ lange aufrecht, dass ich in dieser existenziellen, bedrohlichen Situation es irgendwie schaffe. Also sagen, diese Überlebenskräfte mobilisieren da ganz viel. Wenn es vorbei ist, dann sozusagen tritt sehr häufig dieser Erschlaffungszustand oder Freeze-Zustand auf. Dann wäre das quasi eigentlich gefährlich, wenn ich den in dem Moment auflösen würde, dann würde ich quasi gegen das Überleben arbeiten, genau. Ja. Das unter Wasser sacken würde, ja. Wenn ich auf dem Tisch stehe jetzt. Ja. Oder auf dem Dach. Genau, es läuft ein Notebook an. Ja, es läuft ein Notebook an. Ja. Aber am Limit, ja, sozusagen am Limit. Und dieser Freeze-Zustand ist schon was, wo... wenn der extrem lange anhält, kann er tatsächlich schon auch zum Tod führen, ja, sozusagen, weil das Organsystem mit der Zeit einfach erschöpft ist, auch das innere Organsystem. Und darum heißt es ja Freeze oder Todstellreflex oder Todstellsituation. Also das Organsystem ist irgendwann erschöpft, ja, und Und kann eben auch zum Tod führen. Dann, obwohl man sich über Wasser gehalten hat, trotzdem stirbt oder die ganze Zeit auf dem Dach ausgehalten ja. hat. Oder was. Ja. Ah, okay. Ja, weil die Organe werden ja auch nicht mehr nur noch notversorgt. Ne? Also von daher kommt es einfach auch dann auf Dauer zu einer Unterversorgung. Aber vielleicht nochmal, da ist auch, die Anke Martin auch ein ganz tolles Video dazu gemacht, was ich auch nochmal dann zur Verfügung stelle, wo sie das sehr gut mit das autonome Nervensystem reagiert. Ich kann im Anschluss auch nochmal Anke was dazu sagen, aber nochmal vorweg. Wenn wir jetzt merken im Gespräch, ne, geht es in den Flashback oder könnte auch wieder das wieder erlebt werden und die Person könnte da wieder reingehen, auch in den Freeze-Zustand. So, was tun wir, dass das nicht passiert, dass wir die Person so schnell wie möglich zurückholen? Also wichtig ist, man kann es nicht immer verhindern, ja, also gerade in dieser Situation, weil wir ja nicht wissen, genau. Aber wenn es passiert, dann ist es sozusagen hilfreich, möglichst wenig nachzufragen, was ist jetzt mit Ihnen oder wie geht es Ihnen oder was fühlen Sie jetzt, sondern dann ist es eben hilfreich, zum Beispiel wirklich aufzufordern, können Sie mir in die Augen schauen, schauen Sie mir bitte in die Augen und solange sozusagen dranbleiben, bis zum Beispiel Augenkontakt da ist. Augenkontakt ist nur möglich, wenn die Person sozusagen wieder draußen ist aus dieser Erinnerung. Was manchmal hilfreich ist, sind ganz simple Übungen, Fingerübungen, ja, sozusagen so, was man von Kindern kennt. Also, dass man sagt, probieren Sie einmal, können Sie Hände zusammenklatschen, können Sie Zeigefinger zusammenführen.
diese Tätigkeiten sind alle nicht möglich, ja, wenn sozusagen quasi so ein Hyperarousal oder so ein Flashback da ist. Und über so ganz einfache sozusagen motorische Übungen oder nur quasi so Finger zusammen klatschen oder indem man sagt, heben Sie die rechte Hand und dann hebt die Person, keine Ahnung, die linke, und dann kann man schauen, haben Sie die Rechte, vergewissern Sie sich einfach, schauen Sie. Also mit ganz, ganz, ganz einfachen sozusagen Handlungsaufforderungen. Ja, sozusagen das Gehirn braucht Mini-Übungen, sozusagen, um sich wieder im Hier und Jetzt auf das Tun zu konzentrieren. Das heißt, in dem Moment darf ich wirklich aus dem Gespräch aussteigen, weil ein Gespräch ist auch nicht mehr möglich, nicht wirklich. Und sozusagen ganz kleine also Mini-Übungen zu machen. Also Fingerübungen eignen sie sehr gut. Oder eben das Aufzählen von Namen, also nochmal fragen, können Sie mir nochmal sagen, wie heißen Sie, wann sind Sie geboren, oder was ist, welche Farbe hat Ihre Kleidung? Können Sie mir sagen, welche Farben sehen Sie auf Ihrem Pulli, auf Ihrer Hose oder egal wo? Also sozusagen so dieses, wenn es in irgendeiner Form gelingt, sozusagen die geistig-kognitiven Fähigkeiten wieder anzuregen, dann pusht sich das Gehirn sozusagen aus dieser Erinnerung heraus. Und da kann man grundsätzlich nichts falsch machen, das ist auch ganz wichtig, sondern es ist einfach nur hilfreich, eins nach dem anderen irgendwie anzubieten, bis man merkt, ah, okay, jetzt, die meisten sagen so, jetzt bin ich wieder da, jetzt ist es wieder vorbei. Also das beschreiben auch die meisten so. Und ja, einfach wirklich ein Stück weit mit dem, also was auch manchmal hilfreich ist, ist, wenn man merkt, die Person ist jetzt nicht mehr da, also sie einmal zu fragen, sind sie, können Sie mich noch hören? Sehen Sie mich noch? Können Sie sich noch spüren? Also so einfach einmal quasi so fragen. Das löst oft auch schon Orientierungsreaktionen aus. Manchmal sagt dann jemand, nein, ich sehe Sie jetzt gerade verschleiert oder ich höre Sie wie sozusagen durch Watte oder Schaumstoff und dann kriegt man schon eine Idee, okay, jetzt einfach nur ein paar sozusagen quasi so, man nennt es Reorientierungsübungen zu machen. Mhm. Das heißt, wenn man irgendwo sitzt, kann man auch sagen, können Sie vielleicht einfach einmal, ich sage jetzt ein Beispiel, da stehen zum Beispiel drei Sesseln, dass man sagt, können Sie einmal zählen, wie viele Sesselbeine Sie sehen oder wie viele Steine liegen da herum oder wie viel Stifte oder egal was. Ja, sozusagen, jedes Material, das zur Verfügung ist, einfach zum Beispiel zählen lassen. Viele können am Anfang nicht zählen und dann immer wieder motivieren, probieren Sie es, wir bleiben nicht so lange dran, bis das quasi geht, dass Ihr Gehirn sozusagen wieder rauskommt aus dieser Erinnerung. Also diese Erklärung kann auch helfen. Und manchmal muss man ein bisschen dranbleiben, weil eben das Gehirn schon sozusagen in diesem Sog ist, quasi der Blockade. Mit ganz einfachen Hilfsmitteln sozusagen sich bedienen sozusagen, und immer nur quasi so im Hinterkopf haben, das Gehirn wieder zum Arbeiten bringen. Ich brauche einfach ein paar Übungen und genau. Ja, genau. Also es hört sich jetzt simpel an, es ist dann schon Knochenarbeit, sozusagen vor allem auch dieses Dranbleiben, aber es lohnt sich. Mhm. Und die Erfahrung, die Personen dann machen, zu merken, ich komme wieder raus und ich habe diesmal aktiv selber was beigetragen, das ist so hilfreich. Also da beginnt das Gehirn wieder sozusagen andere Zuordnungen zu machen. Genau, ja. Es funktioniert sehr, sehr gut. Ich lasse auch gerne Muster oder irgendetwas. Ja. Und dann auch nochmal so, was haben wir zur Verfügung? Jetzt die hier Ersthelfer sind, die haben ja ihren Werkzeug, ihren Notfallkoffer. Wir haben unser Roger-Prinzip, wo wir eben mit den Maßnahmen reagieren, dass wir offen sind, dass wir beistehen, Informationen geben und die Ressourcen. Und ich denke, ne, dass wenn man jetzt in einem längeren Kontakt ist mit einer betroffenen Person, kann man daran natürlich auch darauf hinarbeiten, dass man wieder alte Ressourcen nutzt, die einem früher geholfen haben, die stabilisieren. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht Wunden aufreißt. Ich denke jetzt an den Pferdewirt, der
es nicht geschafft hat, die Boxen von seinen Pferden zu öffnen, dass man da ein bisschen sensibel ist, aber trotzdem, dass man schaut, was stabilisiert. Und eben vielleicht auch das Umfeld, ne, dass eben trotzdem auch die Person wieder mit den Angehörigen, vielleicht auch bei einer betroffenen Person, das Gespräch mit den Angehörigen sucht und denen auch die Informationen gibt, die wir jetzt haben, dass sie der Person gut beistehen können. Ich hätte noch eine Frage, Christine. Gibt es einen Unterschied dann im Umgang mit Kindern und mit Erwachsenen, weil du es vorhin erwähnt hattest? Weil ja auch die Eltern dann auch traumatisiert sind. Also es gibt einen großen Unterschied. Und der große Unterschied ist der, dass Kinder nach solchen Erfahrungen, also das Hilfreichste ist permanente Anwesenheit von irgendwelchen, also entweder Bezugspersonen oder Personen, auf die sie sich verlassen können, dass die in der nächsten Zeit da sind. Das ist sozusagen für Kinder das Allerwichtigste. Und was für Kinder eben auch oft hilfreich ist, ist tatsächlich Kuscheltierdecke, irgendwas sozusagen quasi zum Festhalten und mit einer weichen quasi Qualität. Aber das Wichtigste ist sozusagen, dass die Kinder an irgendwelchen Erwachsenen andocken können, die sozusagen verlässlich dann da sind und zur Seite stehen. Das ist bei Kindern sozusagen das Allerwichtigste. Und Kinder haben in der Regel auch wenig Bedürfnis zu sprechen in der Situation, sondern die suchen eher Körperkontakt und suchen ganz stark dieses Gefühl von Geborgenheit. Ja, danke dir. Bitte. Wo du gerade Kinder ansprichst, du hattest eben das Thema Reaktion von Außenstehenden. Und ich denke mal, da müssen heute noch die sozialen Medien mit betrachtet werden, denn ich leite im Moment so Posts weiter in die verschiedenen Gruppen, was interessant sein kann, was ich sehe, und mache auch so Querchecks und sowas. Und hatte dann unter anderem einen Post von einer katholischen Kirche oder Institution, die haben für Eltern mit Kindern oder für Großeltern mit Kindern, die haben die eingeladen und haben gesagt, wir bieten euch eine Freizeit an, damit ihr mal rauskommt oder halt, damit die Eltern weiterarbeiten können und die Kinder aus den Füßen sind. Dann habe ich das weitergeleitet und bisher hatte ich noch keine negativen Reaktionen auf solche Urlaube in Anführungszeichen. Und auf einmal haute da eine rein, so nach dem Motto, ihr habt wohl den Schuss nicht gehört, das interessiert doch keinen, die sind doch alle am Arbeiten. Und da habe ich erstmal nur durchgeatmet und habe gedacht, Tante, du wohnst bestimmt nicht hier in der Ecke, denn das klang mir so, als wenn die Frau keine Ahnung hat. Und dann habe ich auch erstmal nicht geantwortet und dann schrieb eine schon, ich glaube, du wohnst nicht hier und du weißt nicht, wie es hier zugeht. Und dann habe ich mich dann hingesetzt und habe noch ein freundliches dann darunter gesetzt. Und dann kam dann auch raus, ja, sie hätte keinen Vertrag mit der Kirche. Die Kirche, das wird ihr alles nicht passen. Aber ich denke, wenn dann andere Leute sowas sehen, da kann man ganz schnell einen Shitstorm auch lostreten. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht getraut, nach einer neuen Laufstrecke die Läufer zu fragen, weil ich habe gedacht, damit trete ich einen Shitstorm los. Ich habe mir meine Laufstrecke woanders gesucht. Also ist ein anderes Thema, aber ich bin ja auch betroffen am Rande und habe gedacht, lass ich lieber. Mhm. Ja. Aber ich merke, je nachdem, es kommen richtig deftige, herbe Antworten auf Posts und es ist manchmal, da muss man auch mit umgehen können als Betroffener dann oder wenn man was fragt oder was sucht oder so und dann hast du dann so einen Querschläger dazwischen. Ne? Ja, und wo man aber zum Teil auch nicht genau weiß, es könnten auch potenziell Betroffene sein, ja, sozusagen in dieser extrem starken emotionalen Überreaktion von Wut, Aggression, auch möglich. War interessant, was du gesagt hast. Das gibt uns vielleicht auch nochmal einen Hinweis, dass auch wir mit solchen Reaktionen, also Überreaktionen, unter Umständen rechnen müssen, die wir nicht persönlich nehmen müssen, sondern es einfach auch Versuche, das zu verarbeiten. Auch die Aggressionen mit Corona, Querdenken, also
ist ja auch eine Art der Bewältigung, ne, damit umzugehen. Ja. Ob wir es gut finden oder nicht, ist mal dahingestellt. Also wir haben zum Beispiel nach Capron sind ja einige Dissertationen für im Bereich Psychologie entstanden. Und ich habe eine Kollegin unterstützt bei Interviews von sozusagen betroffenen Elternteilen, wo Angehörige verstorben sind. Und da war das zum Teil auch sehr, sehr deutlich spürbar. Das war dann schon wirklich einige Monate später. Aber dass der Umstand, sozusagen, dass das vorgehende Interview mit der Ehefrau 5 Minuten länger gedauert hat als geplant, hat derartige aggressive Reaktionen hervorgerufen. Also wir waren dann auch momentan ein Stück überfordert. Aber dann zu wissen, sozusagen, das ist aber ein Hinweis, sozusagen, wie stark belastet quasi dieser Vater quasi auch war. Aber es war nicht damit zu rechnen, sozusagen, dass wir mit so einer Wut und Aggressivität da konfrontiert worden sind, weil es quasi um ein Zeitfenster von 5 Minuten gegangen ist. Die ganze Familie war damals schockiert, aber da war es erst einmal ersichtlich geworden, sozusagen, dass der Vater der Familie eben, der bisher sehr souverän war, eigentlich der schwerst belastetste war. Und das hat sich aber erst durch so eine Reaktion quasi dann auch herausgestellt. Ganz wichtig. Und bei den Kindern, weil das mit dem Spielangebot gerade angesprochen worden ist, also das ist für Kinder sehr hilfreich, weil sozusagen Spielen strukturiert für Kinder den Alltag. Und Spielen ist für Kinder sozusagen eine Möglichkeit der Selbstregulation. Also wenn es solche Angebote gibt in einem sehr geschützten Rahmen, ist das für Kinder durchaus hilfreich. Christine, ja? Das Beispiel, was du gerade erzählt hast, also mit dem, ich glaube, Vater sagtest du, glaube ich. Also den jetzt mal so als Beispiel, hast du was, also wie man damit dann in dem Moment am besten umgehen könnte, weil ich könnte mir vorstellen, dass er wahrscheinlich, wie soll ich das sagen, in dem Moment wahrscheinlich selber noch gar nicht so ein Bewusstsein oder so viel dafür hat, wie arg er betroffen ist, oder? Also in der Sicht, ja, da diesen Zugang oder so dazu ihm zu kriegen oder zu seiner Belastung. Verstehst du, was ich meine? Also in dem Fall war es an diesem Tag nicht möglich, weil er einfach sozusagen weggefahren ist. Da galt es dann darum, sozusagen die Familie zu beruhigen und auch zu erklären, was da jetzt gerade quasi auch passiert ist. Da war es auch gut, dass wir zu zweit quasi auch waren, weil sozusagen mehrere Familienmitglieder quasi betroffen waren. Und wir haben dann versucht, mit diesem Herrn einfach Kontakt zu halten. Und es war dann erst ungefähr nach 4 oder 5 Tagen möglich, mit ihm wieder ein Gespräch zu führen. Und herausgestellt hat sie sozusagen, dass sie sich selber so geschreckt hat über seine Reaktion und sich dann so geniert hat vor seiner Familie, aber auch vor uns quasi als Helfer, dass es dann einige Tage gebraucht hat, sozusagen, bis es ihm überhaupt möglich war, darüber zu sprechen. Das heißt, da war unsere Aufgabe Kontakt halten, immer wieder Angebot, nicht zu aufdringlich, aber sozusagen im Sinne, wir lassen jetzt da quasi die Familie und ihn auch nicht alleine. Wir hätten aber auch akzeptieren müssen, wenn er sagt, ich will nichts mehr, ja, ich will mit euch nichts zu tun haben, was die erste Haltung quasi auch war. Aber da war sozusagen dieses Dranbleiben, immer wieder Angebot, wir sind quasi auch da, aber da war es ganz wichtig, sozusagen die Familie quasi zu stützen, diese Zeit irgendwie auszuhalten. Also den Herrn sozusagen haben wir erst etwas später erreicht. So wichtig gerade nochmal die Information, die du uns gegeben hast, dass ein ganz großes Schamgefühl da war für seine Reaktion. Ne? Das ist auch nochmal für uns sehr wichtig. Es ist nicht immer ein Verharren auf einer Kontraposition, sondern manchmal einfach auch ein großes Schamgefühl, wo man vielleicht rauskommt. Ja. Also der hat damals auch eben sehr viel Selbsthilfegruppen initiiert für betroffene Eltern.
Und also er war selber so überrascht, ja, sozusagen von seiner Reaktion, dass es also mehrere Tage nicht möglich war, darüber zu sprechen. Darf ich noch mal auch was sagen? Mhm. Also ich war ja schon im Flutgebiet, da war ich aber so als allgemeiner Helfer und ich fahre jetzt am Sonntag noch mal für eine Woche runter und bin tatsächlich in der medizinischen Betreuung. Also wir, da ist in einem Ort im Ahrtal ein Zentrum entstanden, sage ich jetzt mal, was immer mit einem Arzt und einer Krankenschwester besetzt ist. Und für die nächsten Wochen und sozusagen als Hausarztersatz, weil die, glaube ich, gerade andere Sorgen haben. Und ich finde das also jetzt ganz, ganz hilfreich für mich, was jetzt hier Christine uns auf den Weg gegeben hat. Und dafür möchte ich einfach Danke sagen. Und falls jemand, aber es besteht ja allgemein Ärztemangel, aber falls jemand Ärzte kennt, hat, selber ist, bitte den Aufruf, die Bitte, dort zu helfen und sich da mit einzubringen. Danke. Danke, Christine. Das ist sehr hilfreich. Vielleicht hier irgendwie ein Fall. Das Mikrofon, Andrea, kannst du das Mikrofon nochmal ausmachen? Jetzt ist gleich wieder gut. Dass wir einmal danke, ne, dass wir auch wissen, was los ist. Gibt es noch jemanden, der vor Ort schon lebt oder vor Ort war, der uns auch noch mal ein bisschen was schildern kann, wie es vor Ort aussieht? Hallo? Ja, Markus, gerne. Ja, also wenn man mich hört, ich bin hier der Neue. Ich bin 2 Tage nach der Flut nach Rech gekommen zu einem Bekannten. Da war noch überhaupt nichts passiert. Ich bin da eigentlich hingefahren mit dem Gefühl, da sind schon Retter. Hab den Rucksack mitgenommen für die Ersthilfe, also Erste Hilfe, und hab dann tatsächlich irgendwie meinen Erste-Hilfe-Rucksack leer gemacht. Aber auch unglaublich viele Leute, die ganz schwer belastet waren. Ich habe einen Ersthelfer mit dem gesprochen, nachdem der eine Leiche gefunden hat. Also wir sind mit 2 Leuten vom Bürgermeister eingeteilt worden, um halt noch nach Leichen in Kellern zu suchen, weil er gesagt hat, das kann ich meiner freiwilligen Feuerwehr nicht antun. Und dadurch, dass ich in der Binnenschifffahrt gearbeitet habe und 3 Wasserleichen schon gesehen habe, habe ich gesagt, ich mache das. Aber im Nachhinein musste ich jetzt sagen, ich bin froh, dass wir da nichts gefunden haben. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die meisten, mit denen ich gesprochen habe, noch gar nicht so weit sind. Also die können das alles noch überhaupt nicht überblicken. Ich bin froh gewesen, dass die Kinder der betroffenen Familie ausquartiert worden sind zu Freunden oder zu Opa und Oma, die weiter weg wohnen, und die sind nicht da gewesen. Also das ist so meine erste Beobachtung gewesen, die ich da gemacht habe. Ich bin, wie gesagt, Samstag, nachdem das passiert ist, Donnerstagnacht war das ja, dahin gefahren, bin bis Dienstag geblieben, habe Mittwoch hier meinen eigenen Hochwasserschaden behoben und bin Mittwochabends wieder hingefahren und dann nicht da bloß nicht bleiben. Ich bin dann tatsächlich da geblieben, weil diejenigen mich gebeten haben, bei denen zu übernachten, und abends dann halt Gespräche geführt. Und es war aber schon wirklich sehr aufreibend, muss ich sagen. Ich bin froh gewesen, dann Sonntag wieder zurück zu sein oder zurückzukommen. Hm. Vielen, vielen Dank. Was, vielleicht noch eine Frage, wenn das für dich in Ordnung ist. Was glaubst du, brauchen die Menschen jetzt an seelischer Begleitung, Unterstützung am dringendsten? Tja, das ist richtig schwer. Also was eben ja schon mal gesagt worden ist, da sind ganz viele Seelsorgerteams von Caritas, DRK, den Johannitern und 2 Psychologen oder Psychologinnen rennen in Rech rum, wo ich halt war. Und jeder
Ort hat irgendwie zwei Psychologinnen gekriegt, die kommen aber nur freitags und mittwochs. Und das haben die meisten gesagt, ist viel zu wenig. Also bei dem Freund, bei dem ich einquartiert war, da war es so, ich kannte den eigentlich so über drei Ecken. Und als ich Sonntag angekommen bin, hat er mit mir kein Wort geredet. Montag auch nicht. Dienstag hat er angefangen zu reden und Mittwoch hat er dann gesagt, ob wir nicht mal zu Fuß nach Maischoss gehen können. Das ist so der nächste Ort, 6 Kilometer. Da hat die Bundeswehr ja so eine Feldstraße gebaut, sind wir hingegangen und dann hat er geredet in einem Schwall. Da war ich super froh drum und danach ist es wirklich viel besser geworden. Also zuerst auch, was Christine gesagt hat, Aggression gegen das THW, weil die leider vor Ort wirklich blöd waren. Also ich habe gesehen, das THW hat super tolle Sachen gemacht, aber in Rech haben sie gesagt, können wir nicht, haben wir keinen Auftrag, kann ich ihn nicht rausgeben, dazu brauche ich einen Materialentnahmeschein und das ist peinlich halt in der Katastrophe. Ne? Und also was die Leute jetzt brauchen, ist wirklich Ansprechpartner. Das DRK hat auch schon eine Liste verteilt, aber wenn ich mir überlege, wie das mit Psychotherapeuten in Deutschland eh schon bei Corona ausgesehen hat, dann muss man jetzt nicht noch nachfragen. Also das wäre so das, was da am dringendsten gebraucht wird. Und halt am besten jemand, der dahin fährt und sich von den Leuten, ich habe auch nur angesprochen und habe dann reden lassen. Also ich bin kein ausgebildeter Psychologe, ich studiere ja Pädagogik, bin jetzt nächstes Semester fertig und habe einfach nur mich hingesetzt und habe zugehört. Vielen Dank, Markus. Also Ulrike, ja. Ja, Entschuldigung, da wollte gerade noch irgendwer sprechen. Ja, also das ist auch, was ich so berichten kann. Mein Vater lebt in Bad Münstereifel, also im Moment bei uns, weil es in Bad Münstereifel eben nur bedingt geht. Und trotzdem waren wir natürlich im Ort, auch um zu helfen, um nach dem Rechten zu schauen. Und das ist, was ich so wie Markus auch bestätigen kann. Also die Leute brauchen eigentlich jemanden zum Zuhören, zum Reden, zum Zuhören. Unabhängig davon, ich war auch relativ schnell da, also in Bad Münstereifel war es Mittwoch auf Donnerstag und ich war auch Samstag da, um eben nach meinem Vater zu schauen, waren die Leute, muss man sagen, echt gut drauf. Also das meint man gar nicht, das ist so ein bisschen, was eben schon gesagt worden, dass zusammengewachsen, also alle zusammengewachsen sind und ich glaube auch, dass sie alle noch gar nicht so weit sind, weil sie funktionieren. Also sie räumen auf und es ist irre, was da geleistet wird. Also direkt an dem Samstag konnte man gar nicht gucken, weil einfach so viel Müll, Möbel, Dreck war. Eine Woche später war wirklich alles weg und mittlerweile sieht es noch besser aus. Teilweise funktioniert Strom und Wasser wieder. Das ist ja auch etwas, was Sorge bereitet. Und von daher, glaube ich, kommt es später und zuhören ist wichtig und wenn möglich auch vor Ort. Also ich werde auch nächstes Wochenende wieder fahren und einfach den Nachbarn anbieten, einfach zu reden. Und ich glaube, das ist wichtig. Unproblematische Hilfe. Mit niederschwellig. Das kann ich so sagen. Ja, ganz lieben Dank. Ja, ich komme ja auch gebürtig aus Rech und was ich gemerkt habe letzte Woche, ist alles also sehr dünn. Also diese Frage, der Christine hat es ja wunderbar, wie geht's dir, braucht man gar nicht stellen, weil da kommt man in ein ganz anderes Thema rein, sondern das ist jetzt wirklich nur irgendwie organisieren, Hilfe leisten auf eine Art und Weise und am besten vor Ort dann persönlich sein, also mit über Fernsprecher oder so. Aus meinem Empfinden her wäre fatal, weil man das gar nicht richtig, kontrollieren kann, was dann passiert. Deswegen muss man da höllisch aufpassen. Was ich auch festgestellt habe, es wurde ja wunderbar, dieser Zusammenhalt, die Menschen. Ein bisschen geht auch die Aggressivität nach außen hin. Wir haben gerade gehört von THW. Es gibt manche, die sich dort, es gibt Diebstähle, es gibt welche, die dort aufschlagen von irgendwelchen Organisationen. Die haben wir auch erlebt, die waren, die ganz freundlich sind, die setzen sich auch hin.
die eloquent sind, die reden können, und nach, so schleichen die sich dann ein, Polizei kommt, dann nimmt sie mit. Also da geht es natürlich auch ein bisschen nach außen, diese Aggressivität. Das ist vielleicht auch erstmal hilfreich für den Moment. Was aber mag ist, so, ich habe auch gesagt, wenn jetzt so in den nächsten 14 Tagen das Schlimmste vorbei ist, wenn die Wege geschoben sind, dass man mit normalen PKWs fahren kann. Dass die Leute so ein bisschen sich zur Ruhe kommen und dann realisieren, nach dem ersten, das aufzufangen. Also da habe ich ein bisschen, also da habe ich starke Bedenken. Und wunderbar, Ulrike, vorbeifahren, ja, mit dem einen oder anderen reden und viele auffangen, was man machen kann. Und der Rest sind halt andere Dinge, die da auch organisiert werden müssen, jetzt. Und nicht erst, wenn es zu spät ist und viele Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Ja, das ist jetzt so mein Bedenken, dass ich da mit einhergehe. Vielen Dank, Michael. Also ich möchte nur einen Erfahrungswert auch noch einbringen. Was viele Betroffene auch Sorge bereitet, ist, wann reißt die Hilfe wieder ab? Und was das Gesprächsangebot sozusagen anbelangt, kann es ganz, ganz hilfreich sein, sich wirklich zu überlegen, sozusagen, wie kann man langfristig quasi jetzt auch über Ersthelfer immer wieder Angebote ersetzen. Also die größte Sorge ist tatsächlich, wenn die Akutphase vorbei ist, reißt dann auch das Hilfsangebot ab. Und dann ist es aber so, dass viele erst recht quasi Gesprächsangebot brauchen, auch sehr niederschwellig. Und das ist was, was möglicherweise hilfreich ist, auch mit zu bedenken, sozusagen, dass das möglicherweise über eine längere Zeit notwendig sein wird. Das ist super gut. Vor allem, ja, Ulrike. Entschuldigung, aber vor allem ist es so, also ich weiß jetzt, in Bad Münstereifel im Speziellen gibt es auch noch gar kein Internet. Mhm. Also teilweise gab es ja auch ganz lange kein Mobilfunk, kein Telefon. Also soweit ich weiß, Fernsehen und Internet funktioniert auch noch nicht. Also auch da, denke ich, werden spätere Angebote auch noch mal sinnvoll sein. Gerade jetzt so, ich sag mal, wie wir es machen, vielleicht auch online. Aber technisch geht es teilweise jetzt sowieso noch gar nicht. Ja. Ja, das ist dann das, was wir mit den Flyern, dass wir die entwickeln und vor Ort bringen. Das wäre vielleicht noch etwas eben auch langfristig und ich sehe das wirklich auch auf jeden Fall im nächsten halben Jahr eigentlich. Ich denke, Christine, da stimmst du mit mir überein. Christine, wie denkst du, viele, ne, Ersthelfer, die sind eben nicht vor Ort, was denkst du über die telefonische Unterstützung oder später, wenn es dann verfügbar ist, auch mal wieder über Zoom-Gespräche? Ist das etwas, was überhaupt etwas nutzt? Also hilfreich ist sicher die Unterstützung vor Ort. Also nämlich, ich sage jetzt wirklich um dieses, es sind ja sehr viele Angst- und Panikreaktionen, überschießende Reaktionen. Und das Bindungssystem kann am besten beruhigt werden durch direkten Kontakt. Das andere ist aber, dass wir gelernt haben, da kommt jetzt Corona quasi ein Stück weit möglicherweise auch mit ins Spiel, auch auch andere Medien zu nutzen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, es wird möglicherweise aber nicht alles abdecken. Also sozusagen der direkte Kontakt ist in solchen Situationen einfach hilfreicher, weil das Bindungssystem sozusagen über den direkten Kontakt, 1:1 Kontakt, schneller beruhigt wird und besser beruhigt wird. Aber ich glaube, dass trotzdem sozusagen Angebote über Telefon, über Zoom ganz eine hilfreiche Alternative sind. Weil das andere auch nicht machbar ist, ja, sozusagen permanent vor Ort zu sein. Vielleicht mal als Zwischenschritt auch, bis wir vielleicht jemanden von unseren Reihen vor Ort haben oder mit anderen Kooperationen, wo wir eben versuchen, uns zusammenzuschließen. Hm.
Ja, ich denke mal, das wird aber auf jeden Fall eine Möglichkeit werden, dass sich das auch dann auf Zoom oder telefonisch oder so verlagert. Denn ich habe vor einiger Zeit, also vor der Katastrophe schon gehört, dass die Psychologen auch hier im weiten Umkreis, dass die alle gut ausgelastet sind, dass Wartelisten bestehen. Und auch, es gibt hier eine Vereinigung, ich weiß noch nicht, oder ein Verein, ich weiß noch nicht, wie sie heißen, die unentgeltlich Unterstützung anbieten, solange bis man, also wenn man sich auf diese Wartelisten schreiben lässt bei den Therapeuten und solange in die, um diesen Zwischenraum zu überbrücken, dass man dann die Hilfe dann von denen annehmen kann. Aber die hatten auch schon Wartelisten. Also ich denke mal, es sieht gar nicht mal so, so gut aus, dass die Leute dann hier eine Betreuung bekommen, zumal halt auch Corona da, ich sag mal, ja auch nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass man irgendwo schnell drankommt. Ne? Mhm. Und das ist ja dann halt auch in Gesamtdeutschland der Fall letztendlich. Und da denke ich, muss man dann halt auf mittlerweile dann auch auf andere Medien ausweichen. Die jüngere Generation wird das machen, denke ich mal. Aber so die über ja, 60, 70-Jährigen, da wird dann schon ein Problem sein. Oder da wird dann eher dann die persönliche Betreuung im Vordergrund dann immer noch stehen. Ne? Wobei wir da auch, jetzt ist der Ulrich nicht da, der ist ja auch in der Telefonseelsorge sehr aktiv. Da haben wir ja auch tolle Erfahrungswerte, dass das durchaus auch genutzt wird. Also, ja. Auch das ist ja dann auch schon interessant. Also, das kann ja, das hilft ja dann auch schon, ne, wenn die Wege beschritten werden. Hm. Zoom könnte durchaus interessant sein, weil es sozusagen quasi wirklich den optischen Kontakt noch gibt und eben für Betroffene hilfreich sein kann, sein Gegenüber zu sehen. Also das könnte sein, dass das, und weil es jetzt ein Stück weit schon mehr Erfahrungen gibt, dass das durchaus genutzt wird. Ja, das auch. Also ich habe jetzt mit Corona einige Angstpatienten, die ich rein über Zoom begleitet habe, und das hat sehr gut funktioniert. Ja. Ich glaube, da gibt es auch Studien mittlerweile aus den USA, gerade mit den Medien, wie das hilft und dass es hilft. Ja. Also in Australien, Israel und so gibt es ganz, ganz viele positive Studien dazu. Genau. Und da gibt es auch schon tolle Apps und das kann man auch nochmal darauf hinweisen, ne, wie man mit Panikattacken umgehen kann oder was Hilfe, erste Hilfe ist mit Panikattacken und Stressreaktionen. Da gibt es wirklich schon ganz tolle. Und das können wir aber euch dann auch nochmal zusammenstellen, was da hilfreich ist und was ihr weitergeben könnt. Sind noch Fragen an Christine? Vielleicht auch eine Frage, die außerhalb von der Aufzeichnung noch gestellt werden möchte. Ja, ich hätte noch was. Mhm. Was mache ich denn, wenn es wirklich akut wird? Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich noch sagen soll. Also zum Beispiel mit dem 20-jährigen Ersthelfer der DLRG. Der ist da hingekommen und hat mir gesagt, also ich bin hier hingekommen, ich wollte Leben retten und dann findet er irgendwie eine Kinderleiche, was extrem blöd war. Zum Glück haben wir uns vorher mit Kommilitonen der Uni zusammengesetzt und überlegt, was wir machen, wenn wir entweder jemanden finden oder wenn jemand anderes jemanden findet, was wir dem sagen können. Und tatsächlich habe ich dann das abgespult, was wir uns überlegt hatten. Ich habe ihm gesagt, dass es doch toll ist, dass er denjenigen gefunden hat, damit die Familie wenigstens die Chance hat, um ihn trauern zu können. Es ist nichts schlimmer, als wenn der Mensch weg ist und nie wiedergefunden wird. Aber ich weiß nicht, ob das so das Beste war, weil da kommt es dann bei mir auch an Grenzen, dass ich da nicht weiter weiß. Wie gesagt, bei allem anderen kann ich die Leute erzählen lassen und was auch ganz gut was gebracht hat, ist, wenn ich gefragt habe, ja, wie sah das denn hier früher mal aus? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann kamen die halt und haben gesagt, ach ja, das war so und so. Mhm. Und dann, das war super einfach, weil dann war das wieder der Rückschritt in eine Zeit davor und dann war das alles vergessen. Aber halt, wie gesagt, so mit Tod, da hat es dann bei mir war es, da ist es dann wirklich schwierig gewesen. Das ist ja auch eine Ausnahmesituation. Ja, sozusagen quasi ein Helfer kommt in eine Ausnahmesituation, in einer Ausnahmesituation.
ich glaube, das Hilfreichste ist, immer wieder wirklich sie bewusst zu machen, allein der Umstand, dass ich da bin und mit ihm jetzt diese schwierige Situation aushalte, ist sozusagen hilfreich. Sehr oft fehlen einfach Worte, weil es so unfassbar ist. Mhm. Und ich glaube, dass es manchmal einfach wichtig ist, ich muss mich nicht in eine künstliche Gesprächssituation begeben. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, alleine, dass ich da bin und dieser Helfer sozusagen diese Situation jetzt nicht alleine aushalten muss. Das ist sozusagen quasi die größte Hilfe, die ich anbiete. Und das, mit was wir immer wieder dann auch konfrontiert werden, ist, und das ist ja sozusagen quasi so ein Stück weit, und das ist durchaus auch kritisch zu betrachten, ist, auch wir Helfer werden mit unserer eigenen Hilflosigkeit ja konfrontiert. Mhm. Und das heißt, auch wir Helfer sozusagen sind nicht davor gefeit, quasi auch durch solche Situationen, Beschreibungen, auch potenziell sozusagen quasi traumatisiert zu werden. Also das sind sozusagen wir sind tertiär traumatisierte Potenzielle. Und wichtig ist aber nur zu wissen, meine Anwesenheit und dass er es nicht alleine aushalten muss, ist das Hilfreiche, es gemeinsam sozusagen durchzutragen. Wir sind keine Automatismen oder Maschinen sozusagen, die für jede spezielle Situation sofort irgendwelche Tools, Redewendungen oder so weiter parat haben. Manchmal geht es einfach darum, sozusagen auch diese Sprachlosigkeit gemeinsam auszuhalten. Mhm. Ja, was aber dann wichtig ist, ist zu schauen, sozusagen braucht man dann selber im Nachhinein jemanden, um darüber reden zu können, ja, um das sozusagen auch wieder loszuwerden. Ganz wichtig, ja. Tanja? Frank, ja, du hattest eine... Mhm. Was hältst du denn davon, wenn ihr das aufteilt, dass es eine eigene Hilfegruppe gibt, die sich gerade um die Helfer kümmert? Genau, das haben also wir. Auch mit Leuten, die mehr Erfahrung haben. Also zum Beispiel, ich habe dummerweise viele Leichen gesehen. Ich war ewig über 8 Jahre im Katastrophenschutz. Und wenn du, es klingt jetzt komisch, aber wenn du eine gewisse Routine hast mit dem Thema, dann kannst du professionellen Helfern eigentlich auch besser helfen, weil in der Tat dreht es sich bei denen hauptsächlich darum, dass die professionellen Helfer eigentlich meistens vernachlässigt werden. Ja. Mhm. Und da ist es halt total wichtig, dass man halt auch die Erfahrung hat, vielleicht eine eigene Erfahrung und kann darüber reden, wie das ist, um jemanden zu reden bringen. Ich glaube, das kann dir ganz gut helfen dabei. Absolut richtig. Also da darf man halt jetzt, glaube ich, nicht unsicher sein, weil das Schwierigste oder das beim Helfen ist, wenn man unsicher ist. Ja? Mhm. Wichtig ist halt, dass man diese Sicherheit ausstrahlt, dass man für den anderen wichtig ist und selber keine Zweifel hat. Und das hilft dem anderen schon, dass er weiß, ah, da ist jemand, der ist kompetent. Das muss nur so aussehen. Mhm. Ja? Das kann fake it until you make it sein. Ja? Aber dieses kompetent Auftreten hilft schon ihm enorm. Mhm. Vielleicht wäre das eine Idee, Stefania. Absolut. Wir werden auf jeden Fall eine Supervisionsgruppe einrichten für die Ersthelfer. Wir werden regelmäßig Gesprächsangebote machen, ob jemand kommt oder nicht. Aber einfach, dass wir da präsent sind. Wir lassen da niemanden. Finde ich ganz wichtig, dass du es ansprichst und gut, dass du mich auch daran erinnerst, dass ich es erwähne. Muss sein. Es kann aber wirklich sein, dass das entweder engmaschig ist, so ein Angebot, oder dass es klar ist, als Ersthelfer kann ich mich, wenn ich Reflexionsbedarf habe, dort und da melden. Mhm. Weil das ist oft wichtig, dass das ganz schnell möglich ist. Ja. Genau. Ich habe noch eine Frage, und zwar konkret zu einer Situation, wie ich damit umgehen kann. Wenn ich mit jemand spreche und dann den Vorwurf bekomme, du kannst es überhaupt nicht nachvollziehen, du hast sowas noch nie erlebt. Mhm. Tatsächlich habe ich sowas noch nie erlebt und das ist ja vielleicht was kommen kann, und da frage ich mich, was ist da eine gute Reaktion oder eine gute Antwort drauf? Es anzusprechen, dass es stimmt, dass ich das noch nicht erlebt habe. Und
Mit was man manchmal vorsichtig sein muss, ist eben mit so Formulierungen, wenn Betroffene was erzählen. Sehr häufig neigt man sozusagen in diesem Psychojargon, ja, das kann ich mir vorstellen. Und sozusagen mit dieser Phrase einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Es möglichst wenig kommentieren. Aber wenn jemand sagt, sie können sich das nicht vorstellen, dann auch zu sagen, ja, das stimmt, ich kann mir es nicht vorstellen. Ich bin aber jetzt hier für Sie da. Ja, ich bin jetzt da, wenn Sie mich brauchen, stehe ich gerne zur Verfügung. Aber es stimmt, ich kann mir tatsächlich dieses Ausmaß des Leid oder der Katastrophe nicht vorstellen. Also es ist wirklich anzusprechen und auch zuzugeben. Es ist ja auch so. Ist das ausreichend? Ja. Gabi, du hattest auch die Hand noch gehoben. Mhm. Ich war auch nicht vor Ort, und aber was jetzt verschiedentlich irgendwie so angesprochen wurde, ist, also es ist was, was mir auch durch eine Sendung vor kurzem, was auch so mein Eindruck war, wo vor allem auch Helfer von vor Ort irgendwie auch berichtet haben und so, dass wirklich, wirklich auch die Helfer so arg überwältigt gerade auch sind. Ja, und wo ich auch gemerkt habe, irgendwie, also was jetzt eben auch so viel, also das dass wichtig ist, die wirklich auch zu sehen, neben dem Opfern, wie geht es denen gerade? Und was mir da auch so auch ein Stück weit nahe gegangen ist oder so, es hat jemand mit von einer Hundestaffel von ihrem Hund auch berichtet, ja, der eigentlich auch auf Menschensuche trainiert ist, und der hat auch eine Leiche gefunden, und die hat erzählt, der Hund, der hat die ganze Zeit erstmal geweint, ja, und der war voll im Stress, weil der eigentlich trainiert war, lebende Menschen zu finden, ja. Und das, was ich weiß, Markus oder du von dem 20-Jährigen eben, also ich glaube, es geht ganz vielen Helfern wirklich, wo ich manchmal zum Teil das Gefühl hatte, also es ist total wichtig, dass die nicht vergessen werden, weil um die Opfer und die Betroffenen wird sich gerade ganz viel auch wenn das auch noch alles zu wenig ist, aber gekümmert, so auch. Das ist ja, was Frank auch ansprach, da hast du völlig recht. Ja. Mhm. Ja. Ja. Jetzt habe ich hier Steffen, genau, und Markus und Anke. Steffen, du bist ja auch ein erfahrener Retter. Ja, ich mache das ja beruflich, vielleicht, um das vielleicht ein bisschen besser auch zu fassen, die meisten Einsatzkräfte, wo dort zum Einsatz kommen, das sind tatsächlich ganz viele Ehrenamtliche, die machen das hobbymäßig. Und das sind keine erfahrenen Einsatzkräfte mit Katastrophen oder sowas. Die trainieren das, die haben auch theoretische Inputs und so. Die wenigsten sind mit so einer Situation generell schon mal in Kontakt gekommen. Auch das darf man sich nicht so falsch vorstellen. Also die meisten Helfer, die dort vor Ort sind, die erleben das auch zum ersten Mal und in der Realität. Und da ist vielleicht auch mal wichtig als Hintergrund, die sind dann auch in so einer Rolle drin, die haben auch ganz hohe Ansprüche an sich selbst, weil die haben da die Uniform an und sie sind dann offensichtlich der Profi vor Ort, ne? Sind aber ganz normale Menschen, kommen ganz schnell an ihre Grenzen. Gibt es auch ganz viele Kollegen, die dann komplett dicht machen. Ne? Muss man sich auch vor Augen führen, dass das für die da auch das erste Mal dann auch ist. Ne? Und auch gerade für den Hund auch und so. Ne? Das muss man greifen dann auch. Ja. Was würdest du denen vielleicht nochmal mit aus deiner Erfahrung mit auf den Weg geben? Oder was könnten wir, worauf könnten wir dabei achten? Ja, also zum einen mal, dass was ich eben auch gesagt habe, das sind, ich muss da gar nicht so die Rolle des Helfers da sehen, sondern das ist auch ein Betroffener dann letztendlich auch. Ne? Und mit aller Konsequenz. Ich glaube, da verschiebt sich auch manchmal das Bild. Und das ist auch der Grund, also bei uns findet relativ wenig Betreuung statt in dem Feld. Also gerade so Rettungsdienst, die werden anders wie die Feuerwehr nicht standardmäßig betreut. Die müssen aktiv die Hand heben. Ne? Und
ich denke auch der Blick, wie ihr schon gesagt habt, also dass man auch aktiv drauf zugeht, ne? Und das, ja, was auch schon gesagt wurde, und der junge Mann vom DLRG, das ist letztendlich ein Betroffener, muss ich sagen, ne? Das, der wird ja hingeschickt, unbedarft, hat man ja auch dann gehört, ne? Der kennt das nur aus Trainingssituationen, also war ein Unterschied, ob ich im Schwimmbad eine Gummipuppe rausziehe oder ob ich jetzt eine Kinderleiche finde, ne? Ja, das ist schon, also was der Markus auch gesagt hat. Und da finde ich es auch extrem wichtig, dass man die auch mal anspricht, die Leute. Ne? Ja. 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 Den fehlt auch, wie gesagt, auch die Routine. Ne? Ich meine, bevor ich beim Rettungsdienst war, war ich auch Notfallmanager bei der Bahn. Ich habe 8 Jahre lang Zug und Fälle koordiniert. Da hast du auch freiwillige Feuerwehren gesehen, die sind ja komplett an ihre Grenze geraten, weil zerfetzen Leichen und so. Ne? Also auch wirklich der Blick darauf. Auch die Helfer werden da zum Opfer letztendlich, ne? Das muss man sagen, ja. Und das ist gar nicht so, dass die so routiniert sind, alle gar, ne? Das muss ich auch wissen vorher, bevor ich da agiere, ja. Absolut. Das ist auch nochmal sehr wichtig, ne? Dass wir auch uns bewusst machen, ein Passant, ein Zeuge eines Unfalls reagiert auf so eine Situation, einen schwer Verletzten zu sehen oder eine Leiche zu sehen, völlig anders, als wir jetzt du als Rettungssanitäter oder Notarzt, die sind es gewohnt. Also, das ist ja, ich muss aber also ganz ehrlich, also wie gesagt, vielleicht auch der Blick drauf. Ich spreche mal von mir persönlich. Ich habe schon so viele Tode gehabt, aber es ist jedes Mal was ganz Stranges, finde ich. Also muss ich sagen, das ist nichts, wo man sich dran gewöhnt oder wo man sagt, na gut, wird jeder ein bisschen anders mit umgehen, ne? Aber ich bin auch ganz ehrlich, das ist für mich auch jedes Mal sehr, sehr seltsam alles. Ne? Und auch nach Jahren gibt es bei mir auch Situationen, wo dann Grenzen kommen. Ne? Da gibt es auch Situationen, wenn es dir nicht gut geht, ne? Auch eigene Psychohygiene, was man heute gehört hat. Also es gibt Tage, an das muss nur sein, dass man müde ist, und dann verarbeitet man die Sache auch ganz anders. Ne? Ich habe auch schon gehabt, dass ich bei einem Routineeinsatz schon ein Dutzendmal gehabt, Verkehrsunfall. Das ging mir dann so nah, und dann sieht man aber auch, das sind alles nur Menschen letztendlich. Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht sollte man auch ein bisschen eben nicht so sehr selber der Held nur sein wollen, sondern zu sehen, wo ist die Grenze. Das ist ganz hilfreich. Markus, jetzt hast du nochmal die Hand gehoben und dann Anke. Ja, genau, was der Steffen gesagt hat, wollte ich auch sagen. Also wir haben festgestellt, als ich angekommen bin, war die Freiwillige Feuerwehr aus, keine Ahnung, da. Und hinterher kamen sie aus Sachsen und aus Thüringen. Und da hat man hinterher, oder abends haben wir vor das Weingut, in dem ich geholfen habe, die Bänke rausgestellt, haben kalte Getränke und Kaffee und Tee angeboten und haben auch mit den Helfern geredet. Aber alles nur so aus einer Situation raus, dass die auch nicht alleine bleiben, weil die saßen ja auch gegenüber in ihrem beleuchteten Zelt und haben sich da auch die Gedanken gemacht. Und da war mir tatsächlich schon wichtig, mit denen auch darüber zu reden. Halt. Mhm. Ja. Aus meiner schrecklichen Pädagogenart heraus wahrscheinlich. Genau, was ich dazu sagen wollte, da gab es auch so Sachen wie, dass mir Anwohner erzählt haben, ja, die haben sonst immer abends, Donnerstagabend Skat gespielt. Dann habe ich Spielkarten mitgenommen, mittwochs, und bin da hingegangen und habe gesagt, so, jetzt wird Skat gespielt, aber ich kann das nicht. Toll. Und das war dann natürlich der Lacher überhaupt, und ich kann es immer noch nicht, ich kapiere es einfach nicht. Aber die haben gespielt und die haben Spaß gehabt, und so, das ist das, was ich mir jedes Mal überlegt habe, dass man, die sind ja in dieser Situation gefangen, die sind in dem Chaos, und das Chaos bleibt auch. Und bei mir in der Uni ist es, dass man im 4. Semester so ein Praxisprojekt macht, entweder ein Forschungsprojekt oder eine Veranstaltung organisiert. Und ich habe da mit dem Bezirksbürgermeister von Rech mal den mal angesprochen, was er davon hält. Aber das ist jetzt alles viel zu früh gewesen schon noch. Und ich habe ihm auch gesagt, da können wir mal irgendwann drüber reden, dass man halt vielleicht so ein, wie in Braunbach, Braunfeld, da in Sachsen, wo es auch dieses Hochwasser gab, die haben ja so einen Erinnerungsort geschaffen,
ich habe gesagt, dass man vielleicht sowas macht, ein Jahr danach, zwei Jahre danach, drei Jahre danach, fünf Jahre danach, zehn Jahre danach, weil die auch gesagt haben, wir wünschen uns, dass die Helfer dann kommen und wir wünschen uns, dass die Leute, die alle hier vor Ort waren, dann kommen. Ob dann jeder kommt, ist eine andere Frage, aber ich denke, das wird, kann auch da gut gebraucht werden für den Wiederaufbau und dass man da keine weiteren Kosten hat. Und wenn das billige Studenten machen können, dann ist das allemal gut. Toll, danke schön, danke. Also, ich bin die zweite Reihe Ersthelfer. Mein Arbeitskollege ist Rettungssanitäter in Birkenfeld und er war teilweise auf Abruf. Das heißt, neben dem Job hat er dann auch am Wochenende auf Abruf gestanden und das ist auch ein enormer Druck, wo die dann auch haben. Ne? Werde ich gerufen, wie piepst, wie oft, wie dringend ist es? Er ist zwar nicht eine dringende Einheit, aber wenn es halt Not am Mann ist und sie brauchen alles, und das war halt jetzt schon mehrmals der Fall, und er war teilweise auch schon sehr an seinem Limit. Und dann bin ich halt dann da auf der Arbeit und sage dann immer, du weißt ja, ne, wenn es zu heftig ist, wo du dich meldest oder an die zuständige Stelle, wo er dann halt auch ehrenamtlich tätig ist, weil die wohl auch Betreuung haben. Aber die Bereitschaft, dann zu dieser Betreuung zu gehen, ist dann wohl doch nicht so hoch. Also er redet dann gerne mit mir und das ist dann okay für mich. Und ich frage auch, wie sieht's aus, wie geht's dir, um sicherzustellen, er ist okay. Also die zweite Reihe ist auch gebraucht. Und die gerade jetzt, also ich komme in der Nähe von Ramstein, also bei uns sind ganz viele Einheiten in die Richtung Ehrenamtliche, genau, wo mithelfen. Ja, 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 ganz vielen Dank. Anke, du hast auch so einen wunderbaren Input uns gegeben, wie wir unser autonomes Nervensystem, wie es reagiert auf Traumata und wie wir auch Menschen durch ein Traumata begleiten können. Es ist jetzt schon so spät, ich fände das auch zu schade, wenn wir das jetzt noch hinten dran hängen. Aber ich werde es auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe von Forum Mut teilen. Ich werde es auch per E-Mail verlinken. Wir haben das aufgezeichnet. Gerne könnt ihr da auch dann nochmal Fragen stellen an Anke. Wir können auch noch mal einen Abend machen, wo wir drüber sprechen und wo wir darauf Bezug nehmen. Aber ihr wart jetzt zwei Stunden dabei. Ich möchte heute auch auf eure Hygiene, eure Herzens- und Psychohygiene einfach auch Acht geben. Wenn es nichts Dringendes mehr gibt, möchte ich... Annette hat noch was. Ah, Annette. Ich hebe jetzt schon seit einer halben Viertelstunde die Hand her. Ah, das sehe ich jetzt so nicht gut. Ja. Okay, und zwar habe ich jetzt echt eine praktische, pragmatische Verständnisfrage an Stefania und Christine vielleicht. Als du, Stefania, diese Anfrage direkt nach dieser Katastrophe gestellt hast, was können wir als Ersthelfergruppe tun? Da war ich sofort ganz spontan. Auch gesagt, wenn man mich brauchen kann, sofort. Und dann aber dann auch die Bedenken geäußert, ja, also hier kann man ja nicht einfach so reinstolpern, so ganz unbeleckt und unerfahren. Und dann hast du gesagt, du machst diese Veranstaltung, die ich ganz toll finde. Jetzt merke ich aber im Verlauf von diesem Abend, es sind ganz viele Profis unter uns, die schon vor Ort waren. Und was ist eigentlich angedacht? Was kann ich jetzt aus dem Abend mitnehmen, zu sagen, was könnte mein Annette, mein Auftrag, Beitrag sein? Ich weiß es nicht, ist da angedacht, dass wir jetzt tatsächlich hier vor Ort hinfahren, um Katastrophenhilfe zu machen? Ist angedacht, wie so ein Seelsorgetelefon, dass man Ansprechpartner ist telefonisch, wobei da sicher vieles ganz anders ist. Einfach so dieses Aussitzen, Stille aushalten, Präsenz zeigen, gar nicht möglich ist. Mhm. Das ist jetzt nach dem Abend mein riesiges Fragezeichen. Mhm. Also es ist so, dass wir jetzt erstmal unser Angebot überhaupt erstmal vermitteln, ne, dass wir sagen, es ist da. Und das wird auch sehr individuell sein. Es wird auch von mir oder von uns, vom Forum Mut aus, kanalisiert werden, dass wenn wir Anfragen kommen, zu uns rein.
Und wir werden es dann mit euch absprechen, mit Einzelnen absprechen, wer kann wen begleiten und wie lange und in welcher Intensität. Da wird jetzt nichts von dir verlangt oder von irgendjemandem, fahr da jetzt hin und morgen bist du irgendwie dran, sondern das besprechen wir wirklich hier mit euch direkt. Was ist leistbar für jeden Einzelnen? Also mir ging es nicht darum, dass ich jetzt gefühlt habe, Hilfe, Hilfe, von was wird, etwas wird von mir verlangt, sondern grundsätzlich das Fragezeichen. Also was ist jetzt hier? Vielleicht gibt es Leute, gedacht. Die vor Ort fahren wollen oder fahren können oder auch in der Nähe sind. Jetzt, wenn du sagst, ich könnte mir vorstellen, ich kann telefonisch jemanden unterstützen, ein bisschen Halt geben, ein bisschen stabilisieren, dann wäre das, was für dich stimmig wäre, das müssen wir einfach auch individuell schauen. Aber ich würde unseren Hauptschwerpunkt sehen, in der telefonischen und teilweise über Zoom Begleitung von Betroffenen und das eher eben jetzt in der Langzeitphase auch. Und wo wir vielleicht auch Leuten einfach auch wieder Tipps geben können, wo sie sich hinwenden können, vor Ort hinwenden können, dass wir da so Informationen haben. Und was wir gehört haben, das Zuhören ist einfach extrem wichtig. Ich kann noch mal ganz kurz was sagen. Ja. Wer gerne hinfahren möchte, ich wohne ja 20 Kilometer von Bad 9a entfernt und halt irgendwie eine halbe Stunde von dem Punkt, wo dieser Shuttle-Service fährt und die fahren wohl noch weiter. Ich habe noch ein Sofa, wer kommen möchte, ich fahre am Wochenende auch hin. Toll, danke dir, Markus. Also Wochenende jetzt, so bis da, bis die mich da nicht mehr sehen wollen, fahre ich dahin. Ja. So. Großartig, großartig. Annette, hat es etwas deine Frage beantwortet? Ja, schon. Also weil das war mir jetzt von Anfang an nicht so ganz klar. Mhm, ja. Und auch, wie, was dadurch Sinn macht, diese Vorarbeit, dieses da eingearbeitet zu werden und dann sind wir ein Teil eines Netzwerkes und oder soll sich jeder Einzelne drum kümmern, nein, um Kontakt dahin und das eben. Ja. Nee, auf jeden Fall. Das sind alles. Ja, auf jeden Fall bist du da eingebettet in ein Netzwerk. Wir versuchen, wie gesagt, auch Kooperationen mit schon bestehenden Initiativen zu schaffen, dass sich diese Kräfte bündeln und dass es vielleicht auch etwas ist, wo wir vielleicht vorgeschaltet sind, bis dann eine professionelle Hilfe da ist. So wollen wir das anbieten und auch in den nächsten Wochen zusammenfügen. Also zum Ablauf gibt es dann auch nochmal von uns Informationen. Mir war es wichtig heute Abend, dass ihr über Christine eben ein Bild kriegt, von einem Traumata, was ein Traumata ist, welche Reaktionen es in uns Mensch hervorruft und auch wie wir damit umgehen. Christine, hast du noch etwas, was du zum Schluss uns mitteilen möchtest? Also die Frage jetzt von der Annette habe ich nur wichtig gefunden, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass sich jeder für sich selber überlegt, was kann er und möchte er auch in so einer Krise sozusagen für einen Beitrag leisten. Für manche ist es sozusagen relativ schnell vorne an erster Front, aber es ist ganz wichtig, es braucht einen langen Atem, es braucht auch zu einem späteren Zeitpunkt jemand. Und ich glaube, dass es wichtig ist, es gut auch zu strukturieren, gut zu organisieren und möglicherweise, dass ihr euch wirklich sozusagen vor und Mut weisend, ob sie Telefonnummer oder es ist für die Leute einfach total hilfreich zu wissen, das ist die Nummer, wo ich mich hinmelden kann und dann wird was organisiert. Ja. Genau. Ja, genau. Christina schreibt auch gerade noch, ne? Wir sind Adressen zusammenzustellen von Anlaufstellen vor Ort.
das sind wir jetzt alles auch dabei, eben diese Struktur für unsere Hilfe zu schaffen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Engagement. Ich habe schon ganz viel Engagement gehört. Ganz herzlichen Dank. Und auch für jeden, der jetzt einfach nur zugehört hat, auch hier ganz großen Dank für die Aufmerksamkeit. Es ist immer gut, wenn wir wissen, wie gehen wir mit solchen Situationen um. Und ich glaube, es hat unser Verständnis auch für Menschen, die vielleicht manchmal seltsam reagieren, schon etwas sensibilisiert und etwas auch unser Verständnis gestärkt. Ich danke euch und für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen wundervollen Abend. Danke dir, Christine. Sehr gerne. Dankeschön, Christine. Vielen Dank. Bitte gerne. Anja. Dankeschön. Danke. Schönen Abend. Allen einen schönen Abend. Tschö. Tschüss. Ganz herzlichen Dank. Danke. Danke. Tschüss zusammen. Tschüss.